Science Meine Forum. sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, werte Freunde, wir setzen unser Science Forum fort und wir laden Sie ein zu unserer letzten Sitzung, zu unserer vierten Session, und das wird gewidmet sein der deutsch-russischen Zusammenarbeit im Bereich des Klimawandels. Mit großer Freude übergebe ich das Wort an den Moderator dieser Sektion, Frau Angelina Davidova, Direktorin des Büros für Umweltinformation, Umweltmodell. Dankeschön, Dankeschön, Michael. Schönen guten Tag oder schönen guten Abend, sehr geehrte Freunde. Es ist eine große Ehre für mich, diese finale Diskussion moderieren zu dürfen in unserer Veranstaltung. Dankeschön an die Organisatoren. Dankeschön dafür, dass ich die Möglichkeit habe, mich aktiv an dieser Session zu beteiligen. Das wird gewidmet werden der Kooperation zwischen Deutschland und Russland, gerade in den Bereichen, die wir gestern besprochen haben und heute besprechen werden. Wir werden eine paritätische Zusammensetzung der Experten haben, zwei aus Russland und zwei aus Deutschland, und wir werden besprechen die Kooperation in unterschiedlichen Bereichen, das Niveau der Politik, der Wirtschaft, der NGOs. Und hier wäre es ganz besonders wichtig, die Rolle der Zivilgesellschaft anzusprechen. Und wir werden uns anhören, welche Ideen es insgesamt gibt. Bevor wir fortsetzen, möchte ich eine Reihe der technischen Besonderheiten ansprechen. Erstens ist hier die Übersetzung zugänglich, und Sie können unter dem Globuszeichen die Übersetzungsfunktion finden und dort die Sprache wählen, in der Sie sich die Veranstaltung anhören möchten. Zweitens, Sie können Ihre Fragen an Chat stellen, und das Niveau der Intensität der Besprechung des Themas Wasserstoff blieb nicht unbemerkt. Der Bereich Wasserstoff ist auch ein wichtiges Thema für die künftige Kooperation. Ja, die Frage ist, was werden unsere Experten sagen und welche Themen werden sie vorschlagen? Unsere Referenten, der Miriam Büdenbender, Referentin für Umwelt, Deutsche Botschaft Moskau. Miriam, guten Tag. Olga Kasper, Leiter der Gruppe Deutsche und Europäische Klimapolitik, German Watch e.V. Guten Tag. Ja, und die russischen Sprecher. Die russischen Sprecher, Igor Makarov, Leiter der Abteilung für Weltwirtschaft in der High School of Economics aus Moskau, und Alexei Kakorin, Programmkoordinator für Klimawandel des Weltnaturfonds. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Ich freue mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen. Die Schlüsselfragen der heutigen Sitzung für Sie und für unsere Gäste. Das ist die Frage der gemeinsamen Interessen der Länder. Russland ist zurzeit eher in erster Linie Exporteur der Energieressourcen und Deutschland Importeur. Und in diesem Zusammenhang, was sind die gemeinsamen Interessen der Länder im Kontext der Dekarbonisierung? Was können die Länder an Bereichen der Kooperation entwickeln? Und die zweite Frage, ob Russland ein Teil des europäischen Green Deals werden kann. Das europäische Green Deal wurde in allen Sessions erwähnt und auch die Risiken für die Exporteure, aber es wäre sinnvoll, auch über die Möglichkeiten sich Gedanken zu machen, welche Möglichkeiten das eröffnet für die deutsch-russische Kooperation. Das sind die ersten Fragen, und ich bin mir sicher, dass unsere Referenten diese Perspektive noch erweitern werden. Das Mikrofon möchte ich zuerst an Miriam übergeben. Miriam, bitteschön. Sehr, dass ich heute hier beitragen kann. Ich bin erstmal beeindruckt eben von dieser
Tiefe und Leidenschaft, die wir heute schon beobachten konnten und auch teilweise gestern bei den Themen, die besprochen wurden, eben zur Zusammenarbeit und Klimakooperation zwischen Russland und Deutschland mit Wasserstoff natürlich, was uns jetzt noch am meisten irgendwie im Sinn geblieben ist und wirklich beeindruckt. Und deshalb möchte ich eigentlich mir jetzt auch als Erste in diesem Panel, was ich bin mir sicher nicht weniger spannend und vielseitig sein wird, aber erlauben, vielleicht nochmal ein bisschen größeren Bogen zu schlagen zu Klimapolitik und internationaler Klimazusammenarbeit. Und würde dann meinen Vortrag weiter so strukturieren, dass ich etwas sage über aktuell bestehende Projekte zwischen Deutschland und Russland im Bereich Klima- und Umweltzusammenarbeit und dann über Themen, zukünftige Themen und Akteure, mit denen wir zusammenarbeiten können, ein paar Worte sagen. Und warum ich eben diese grundlegenden Anmerkungen im ersten Teil jetzt machen möchte, ist, weil ich das Gefühl habe, dass für eine Klimapolitik und eine aktive Klimazusammenarbeit, um die Potenziale dieser Klimazusammenarbeit zu realisieren, ist es wichtig, dass man ein gemeinsames und geteiltes Selbstverständnis hat. Und da würde ich für mich drei wichtige Faktoren identifizieren wollen, die meines Erachtens notwendig sind, um gemeinsam die Potenziale, die wirklich groß sind, in der Klimazusammenarbeit zu realisieren. Das ist einmal, Dekarbonisierung ist alternativlos. Wer nicht mitzieht, riskiert langfristig zurückzubleiben. Zweitens, kurzfristige Kosten und Risiken sind Investitionen in langfristigen Wachstum und Wohlstand. Und drittens, internationale Kooperation ist nicht optional. Zu dem ersten Punkt. Ich wiederhole vieles, was in den letzten Stunden und gestern schon gesagt wurde, aber ich denke, das kann man hier nochmal vielleicht an der Stelle zusammenfassen. Also die Klimawissenschaft sagt ganz, wenn wir uns in dem 1,5 oder 2 Grad Rahmen halten wollen und die Klimaziele erreichen wollen, dann müssen wir Emissionen massiv reduzieren. Und zwar um 45% bis 2030 gegenüber 2010 und auf Null bis 2050. Das hat jetzt mittlerweile einige Länder dazu veranlasst, sich tatsächlich zu diesen Netto-Null, also Klimaneutralitätszielen, zu bekennen. Und ambitionierte Strategien, wie zum Beispiel eben auch den Green Deal, zu verabschieden. Also Strategien zu entwerfen, wie man das gestalten kann aktiv. Neben Europa ist Deutschland natürlich dabei, USA, Japan, Südkorea, Island, Kanada und China hat sich auch bis 2060 nun dazu bekannt, zu diesem Ziel. Wir können jetzt sagen, gut, das ist jetzt alles ein bisschen spät gekommen. Wir wissen eigentlich schon ziemlich lange, wie die Lage ist. Aber ich glaube, an diese Länder gerichtet kann man sagen, besser spät als nie. Gleichzeitig muss man aber auch ganz klar sagen, an die Länder, die sich damit noch ein bisschen schwer tun aktuell, sich zu solchen Zielen zu verpflichten. Bei der Klimafrage gibt es auch eindeutig ein zu spät. Also das muss man auch im Kopf behalten. Und was ganz klar ist, dass eben bei diesem Trend der globalen Dekarbonisierung und wenn sich Schwergewichte wie die USA, China und Europa zu diesen Zielen verpflichten, dass das ganz konkrete Implikationen und Konsequenzen für Länder hat, die auf fossile Energien setzen und diese exportieren und abbauen. Also für Russland bedeutet das, ein schrumpfender Exportmarkt. Das wurde ja schon vielmals genannt heute. Wenn 50-70% des gesamten Exports aus diesem Bereich kommt, dann ist es einfach höchste Zeit, dass man sich dem Trend anschließt beziehungsweise Strategien entwirft, wie man damit umgeht. Gleichzeitig könnte man gelegentlich den Eindruck erlangen, dass manch einer in Russland doch auf das Wiedererstarken oder die Zukunft von fossilen Energien setzt. Also wenn man sich die Kohlestrategie 2035 anschaut, dann sieht man, dass sowohl das optimistische als auch das konservative Szenario einen Anstieg an Kohleförderung vorhersehen.
Vor dem Hintergrund einer sinkenden oder tendenziell sinkenden Binnennachfrage und einer globalen Dekarbonisierung ist eben wichtig zu sagen, es ist nicht nur die EU, es ist mittlerweile wirklich eine globale Allianz, kann man sich dann auch fragen, wo soll die ganze Kohle hin? Es ist aus meiner Sicht deshalb riskant, gegen den Klimaschutz zu wetten. Und das bringt mich im Prinzip zu meinem zweiten Punkt. Das ist der Zeithorizont von Kosten- und Nutzenrechnungen. Kurzfristige Kosten und Risiken, wie gesagt, sind Investitionen in langfristige Möglichkeiten. Und hier darf ich den ehemaligen UN-Generalsekretär Ban Ki-moon zitieren, der sagte, Climate change is the single greatest threat to sustainable future, but at the same time, it is a golden opportunity to promote prosperity, security and a brighter future for all. Also es gibt viele Möglichkeiten. Und auch wenn das Weiter-so-Szenario natürlich im kurzfristig gesehen die geringsten Kosten hat, weil noch fließen die Einnahmen aus Kohleexport und natürlich noch ist jede Investition, die jetzt langfristig für eine andere Wirtschaft getätigt wird, erstmal ein Kostenfaktor, ein Minus auf der Balance Sheet. So ist es doch langfristig, ist doch der Preis des Nichtstuns langfristig viel höher. Und wie eine Studie von Herrn Makarov, der ja später auch noch sprechen wird, und seinen Kollegen von der MIT prognostiziert, dass die Folgen einer globalen Dekarbonisierung für Russland relativ dramatisch wirtschaftlich sein können. Und zwar das Bruttoinlandprodukt dazu führen könnten, dass das Bruttoinlandsprodukt in den Jahren zwischen 2035 und 2050 Jahr für Jahr um 0,5% langsamer wächst. Und das summiert sich und das macht uns nochmal klar, wie groß das Risiko des wirtschaftlichen Abgehängtseins ist bei einer Weiter-so-Politik. Und gleichzeitig sind ja die Potenziale für eine aktive und beherzte Klimapolitik riesig. Da möchte ich auch noch mal auf die Studie von Herrn Makarov zurückkommen. Die zeigt, dass man mit einer aktiven Diversifizierung und Dekarbonisierungsstrategie die Grundlagen und die Schienen in eine Richtung bringen kann, in der neue Wachstumsmotoren generiert werden. Also Sie in der Studie schlagen konkret vor, dass man die Produktion von fossilen Energieträgern besteuert und dieses Geld in andere Sektoren, in die Entwicklung anderer Sektoren lenkt, um dort eine nachhaltige Transformation zu erleistern. In Deutschland ist ein ähnliches Lenkungsinstrument die Bepreisung von CO2, aber im Endeffekt ist das Prinzip ähnlich. Wir stellen Mittel bereit, um in grüne, nachhaltige Industrien zu investieren und gleichzeitig auch potenziell zum Beispiel soziale Härten bei höheren Benzinpreisen, Energiepreisen zu vermeiden. Und die Studie sagt auch, dass weniger an Wachstum, das durch einen Exportverlust bei fossilen Energieträgern entstehen würde, mehr als wettgemacht würde durch eine solche Diversifizierung. Also dass es einen wirklich neuen Wachstumsmotor generieren könnte. Wir reden jetzt nicht davon, dass man sich mit langsamem Wachstum dann befreunden müsste, sondern man könnte wirklich neue Motoren für die russische Wirtschaft so generieren. Jetzt könnte man natürlich provokant sich fragen, warum interessiert Deutschland das? Warum wollen wir Russland helfen, irgendwie international konkurrenzfähiger zu sein? Und das bringt mich eigentlich zu meinem dritten Punkt, und zwar, dass internationale Klimakooperation nicht optional ist. Das hat zwei Gründe. Erstens, Klimawandel kennt keine Grenzen. Unsere Kanzlerin, die das sehr kurz, aber treffend gesagt hat, zu zitieren. Und zweitens, weil Europa und Deutschland Energieimporteure sind und das vermutlich in der Zukunft auch bleiben werden. Das heißt, auch nach einer Energiewende werden Europa und Deutschland Energie importieren wollen. Aber es muss eben saubere, nachhaltige sein.
Und daher sind wir, ist es ein konkretes Interesse von Deutschland, dass Russland grüner wird. Denn, wie gesagt, Klimawandel beschränkt sich nicht auf die Länder, die emittieren. Europa macht mittlerweile nur noch 10% der globalen Emissionen aus. Und wir leben einfach in einer Weltwirtschaft, die so vernetzt ist und so miteinander in Abhängigkeit besteht, dass es keine Option ist, dann nicht international zusammenzuarbeiten. Also Klimapolitik kann nur funktionieren, wenn das Große und Ganze im Auge behalten wird. Und Klimaschutz muss global integrativ sein und muss auf gemeinsame Interessen aufbauen. Also konkret und um nochmal auf die eingangs gestellten Fragen zurückzukommen, es ist im Interesse Deutschlands, dass Russland ein Vorreiter bei Wasserstoff und erneuerbaren Energien wird. Und es ist im Interesse Deutschlands, dass Russland eigene Lenkungsinstrumente einführt, ob das CO2-Bepreisung oder eine andere Form der Steuern sind, um seine eigene Transformation zu gestalten. Und mit Hinblick zum Beispiel auf Modellprojekte wie in Sachalin kann ich nur sagen, dass wir in Deutschland und in Europa das mit sehr viel Interesse verfolgen und unseren russischen Partnern da auch nur anbieten können, mit uns zusammenzuarbeiten oder im Dialog zu sein, damit die Ergebnisse am Ende maximal dem Klimaschutz zugutekommen. Zum zweiten Teil über bestehende Klimakooperationen ein paar Worte. Es ist ja nicht so, dass wir noch keine Klimakooperation haben. Und zwar Deutschland und Russland blickt da auf langjährige und gute Zusammenarbeit zurück, die auf dem seit 1992 bestehenden Regierungsabkommen zu Zusammenarbeit beim Umweltschutz beruhen. Aktuell finanziert das BMU, das deutsche Umweltministerium, 4 große Projekte in Russland im Bereich Klima. 2 werden von der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit durchgeführt. Einmal das Projekt zu nachhaltiger Abfallwirtschaft und das andere zu der Einführung von besten verfügbaren Technologien. In beiden diesen Projekten geht es darum, die legislativen Prozesse, also Reformprozesse zu begleiten und bei dem Aufbau administrativer Kapazitäten in diesen Bereichen zu unterstützen. Ebenfalls gefördert wird ein großes Projekt zur Wiedervernässung von Mooren, das von der KfW und Wetlands International umgesetzt wird. Das 4. Projekt zur Biodiversität in Russlands Norden wird von der, vom WWF umgesetzt und deswegen werde ich dazu auch nicht mehr viel sagen, weil ich annehme, dass mein Kollege Herr Kukurin das noch aufnehmen wird. Zur zukünftigen Zusammenarbeit im Bereich Klima kann ich sagen, dass demnächst größere Projekte im Bereich Ökotourismus und Green Finance geplant sind. Das sind Bereiche, die hier in Russland sehr aktiv besprochen werden und diskutiert werden. Und gerade was Green Finance betrifft, besteht, denke ich, auch ein internationaler Konsensus, dass das ein sehr wichtiger Hebel ist, um Ressourcen für Klimaschutz langfristig freizusetzen. Aber wenn wir über Klimazusammenarbeit sprechen, geht es natürlich nicht nur um Zusammenarbeit zwischen Ministerien oder Regierungen. Und es ist ganz klar, Klimaschutz oder Klimapolitik kann nur funktionieren, wenn sowohl die Bevölkerung als auch die Wirtschaft mit an Bord sind. Ich hoffe und nehme an, dass Oldag gerade zu dem zivilgesellschaftlichen Ansatz oder Aspekt einiges sagen wird. Ich möchte hier vielleicht nur hervorheben, dass einerseits, was die Wirtschaft betrifft, wir natürlich kritische Akteure haben in Russland oder Akteure haben, die oftmals eine skeptische Haltung gegenüber sehr beherzter Klimapolitik einnehmen, wie zum Beispiel der Industriellenverband RSPB. Und ich denke, dass sowohl mit solchen Akteuren als auch mit vielleicht mit anderen, die jetzt schon eine Vorreiterrolle eingenommen haben, der strukturierte Dialog gesucht werden muss und geschaut werden muss, wie kann man die Bedürfnisse und Notwendigkeiten für klimafreundliches Wirtschaften eben unterstützen. Und gleichzeitig die Zivilgesellschaft, wie gesagt, da erhoffe ich mir auch Input und Ideen von Oldag, aber da geht es vor allen Dingen darum, oder wir sehen
dass sich ein Bewusstsein entwickelt und das ist notwendig, um Klimawandel langfristig zu unterstützen. Wenn die Bevölkerung ein Verständnis dafür hat, was los ist, wie das alles funktioniert, dann können wir langfristig was verändern. Und wir sehen, dass das in Russland immer mehr passiert, im Bereich Umwelt, aber auch Klimaschutz, Aktivisten in der oder Initiativen überall im Land sich ergeben und die gilt es natürlich zu unterstützen und diese Dynamik und das Momentum aufzugreifen. Ich werde es dabei belassen. Ich möchte noch einmal betonen, das Potenzial ist riesig. Um dieses Potenzial zu realisieren, müssen wir in partnerschaftlich zusammenarbeiten und einander vertrauen, dass das Ziel eines ist. Und das ist der Klimaschutz. Es geht darum in unserer Zusammenarbeit. Vielen Dank. Ich freue mich auf die Diskussion. Herzlichen Dank, Miriam, danke schön für Ihren Vortrag. Sie haben recht, es wäre wirklich sehr interessant zu erfahren, was für Projekte es schon gibt, welche Projekte gerade in Planung sind, in der Zivilgesellschaft, welche Kooperationspläne es noch gibt zwischen Deutschland und Russland. Sie haben sehr oft darüber gesprochen, dass Klima eine Frage ist, die auf unserer gemeinsamen Tagesordnung steht. Dieses Problem kennt keine Landesgrenzen. Deswegen ist die Kooperation zu diesem Thema so wichtig, nicht nur für Deutschland und Russland, für die ganze Welt auch. Das ist in der Tat ein wichtiger Impuls für die weitere Diskussion. Ich denke, es ist auch wichtig, dass Sie auf die Notwendigkeit der Berücksichtigung diverser Akteure eingegangen sind. Auch der Akteure, die jetzt vielleicht nicht so ganz begeistert sind auf dieses Problem und nicht so stark ausgeprägte Klimainteressen haben. Aber auch diese Akteure müssen angesprochen werden, sie müssen angebildet werden, denn dieser Bereich wird immer breiter und es ist wichtig, möglichst viele Akteure ins Boot zu holen. Vielen Dank noch einmal für Ihren Vortrag. So, und jetzt weiter an unseren russischen Referenten, Herr Igor Makarov. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Ihre Sicht auf die Frage. Ja, herzlichen Dank. Ich möchte auch gerne einige Folien zeigen. Ich hoffe, Sie sehen auch meinen Bildschirm. Ja, wir können sehen, aber Vollbildschirmmodus wäre besser. Genau. Ich möchte zuerst auf die Risiken eingehen, vor denen gerade Russland steht. Diese Risiken sind mit den ambitionierten Plänen der EU verbunden. Und dann gehe ich auf die Chancen ein. Auch auf die Chancen, die Miriam in ihrem Beitrag erwähnt hat. Nun, es liegt auf der Hand, dass die Dekarbonisierungsmaßnahmen in der Europäischen Union und auch überall für Russland eine gewisse Rolle spielen. Aber ich rede in erster Linie von der EU, denn die EU ist unser wichtigster Handelspartner. Diese Pläne sind eine Gefahr für das aktuelle russische Wirtschaftsmodell, auch für die weitere Entwicklung der russischen Wirtschaft. Miriam hat diese Studie schon erwähnt, das ist eine Studie aus dem letzten Jahr. Und wir haben versucht einzuschätzen, welche Konsequenzen diese internationalen Bemühungen, die Emissionen zu reduzieren, auf russische fossile Exporte haben könnten. Teilweise geht es auf die Pläne der EU zurück. Was passiert mit russischen Energieexporten in die EU, wenn die Europäische Union die Emissionen zurückfährt? Auf diesem Bild sehen Sie die Ergebnisse der Studie. Einmal für Kohle auf dem linken Bild und einmal für Erdgas auf dem rechten Bild. Wenn wir tatsächlich davon ausgehen, dass die EU ihre Pläne auch erfüllt, und zwar zu 100% und bis 2050 wirklich klimaneutral wird, dann interessiert uns die grüne Linie hier auf den beiden Bildern. Wenn wir davon ausgehen, wozu man sich im Rahmen des Pariser Klimaabkommens verpflichtet hat, also bis 2030 um 40% zu reduzieren, dann ist es die rote Linie, dann trifft dieses Szenario zu. Seit der Veröffentlichung dieser Studie wurde das Ziel für 2030 bereits verändert. Es geht um eine Reduktion von 55%, nicht mehr von 40%. Die Pläne sind doch ambitionierter geworden. Die russischen Kohleexporte in die EU werden allmählich zurückgehen, und zwar auf null. Das passiert so oder so, sogar wenn die Europäische Union ihre Pläne nicht erfüllen kann. Mit den Erdgasexporten sieht das etwas anders aus. Die Gefahr dort hängt von der jeweiligen nationalen Politik ab. Wenn die EU aber tatsächlich die Treibhausgasemissionen
so stark reduzieren wird wie geplant, dann werden russische Erdgasexporte nach 2030 deutliche Probleme bekommen. Es sei denn, wir können diese Exporte umorientieren, umlenken, zum Beispiel Erdgas- und Wasserstoffgemische werden anstelle von Erdgas kommen oder wir werden unsere Gasleitungen anderweitig nutzen, um ebenfalls Wasserstoff zu liefern. Es gibt verschiedene Alternativen dazu. Wir haben darüber im letzten Panel diskutiert. Auf jeden Fall wird es schwierig, so wie früher nach 2030 reines Erdgas nach Europa zu exportieren, wenn dieser Green Deal tatsächlich so umgesetzt wird wie geplant. Es wird nach wie vor viel und oft über CBAM geredet, über Grenzausgleichsmaßnahmen in Europa, Carbon Border Adjustment Mechanism. Damit werden zusätzliche Abgaben gemeint für Produkte, die mit vielen Emissionen verbunden sind und wo im Ursprungsland keine entsprechenden Regelungen verabschiedet worden sind. Das trifft Russland zu, denn die russischen Exporte sind sehr karbonintensiv, viel karbonintensiver als alle anderen führenden Volkswirtschaften. Jetzt ist der Unterschied richtig hoch, richtig groß. In China hat man die Karbonintensität sehr deutlich verringern können. Das ist ein Bild von vor 4 Jahren. In Russland hat sich gar nichts verändert. Die russische Energiewirtschaft ist sehr karbonintensiv. CBAM, diese Grenzausgleichsmaßnahmen oder die Grenzkarbonsteuer, wie dieser Mechanismus in Russland genannt wird, das alles birgt große Risiken für unsere Exporteure. Die Details sind nach wie vor im Dunkeln. Wir wissen noch nicht, wie genau das implementiert werden wird. Und wir wissen auch nicht, wie man die Carbonspur messen will. Die Carbonspur einzelner Waren und Dienstleistungen, was wird besteuert, in welcher Höhe wird dann die ganze Spur besteuert oder nur in dem Teil, wo diese Spur größer ist als eine gewisse europäische Vorgabe. Das alles bleibt noch im Dunkeln, aber davon hängen direkt unsere Verluste ab. Die Verluste, die mit dem CBAM verbunden sind, variieren zwischen ca. 3 Milliarden US-Dollar und 50 Milliarden US-Dollar jährlich. Die Schere ist groß, aber ich glaube, die meisten Prognosen tendieren dazu, die Verluste zu überschätzen. Denn viele gehen davon aus, dass russische Erdgasexporte so besteuert werden. Ich halte das für wenig wahrscheinlich. Ich glaube, es geht eher um Industrieprodukte, die eine große Carbonspur haben, zum Beispiel Metallerzeugnisse, Düngemittel, Zement, Strom, vielleicht Papiererzeugnisse. Die endgültige Lösung steht noch aus, aber bald wird das Europaparlament dazu abstimmen, welche Branchen von diesem CBAM-Mechanismus betroffen werden. Das sind die Prognosen unserer Kollegen in Europa. Ich denke, diese Prognosen entsprechen eher der Wirklichkeit als unsere pessimistischen Prognosen, die ich bisher angeführt habe. Das sind mögliche Verluste russischer Produzenten und Exporteure. Wie gesagt, je nachdem, wie man die Carbonspur berechnen und besteuern wird, sind es zwischen 80 Millionen und 1,2 Milliarden US-Dollar. Vielleicht wird die tatsächliche Zahl ein bisschen höher sein. Auch abhängig davon, wie die Abstimmung im Europaparlament ausfallen wird. Es wird vielleicht ein bisschen größer sein als nur diese vier Branchen. Zement, Aluminium, Schwarzmetalle und Strom. Ich glaube, die Papiererzeugnisse werden davon auch noch betroffen werden. Oder einzelne chemische Erzeugnisse, Petrolprodukte vielleicht auch. Naja, dann kann es eventuell 2 Milliarden US-Dollar erreichen, im schlimmsten Fall. Das sind die Verluste russischer Unternehmen. Das sind beträchtliche Verluste, die sollte man ernst nehmen. Und natürlich ist man in Russland deswegen besorgt. Für russische Entscheidungsträger ist es wirklich schwierig, diese Verluste als Teil der Zusammenarbeit hinzunehmen. Da pflichte ich Oleg Luschnikow bei. Er hat im ersten Panel gestern erwähnt, dass es nicht garantiert ist, dass dieser europäische Mechanismus dazu führt, dass russische Politik tatsächlich grüner wird und umweltfreundlicher wird. CBAM hat mehrere Diskussionen ausgelöst. Das steht fest. Und viele Unternehmen versuchen jetzt etwas dagegen zu unternehmen. Man macht sich Sorgen. Viele Unternehmen investieren jetzt aus freien Stücken in neue Technologien. Zugleich fällt mir schwer,
wirklich zu behaupten, dass das ein richtiger Anreiz für Russland wird, karbonneutraler zu werden. Momentan sehe ich keine Anzeichen für. Ich glaube nicht, dass das in den nächsten Jahren eintritt. Was ganz bestimmt eintreffen wird, Russland wird sich Antwortmaßnahmen überlegen. Russland wird sich eine Gegenreaktion überlegen. Und dann wird es wirklich schwierig sein, über eine echte Kooperation zu reden. Ich würde CBAM also nicht wirklich überbewerten im Sinne der Anreize für die russische Wirtschaft. Und einige Anzeichen dessen sehen wir schon. Was ich wirklich betonen möchte, sehen Sie auf dieser Folie, und Miriam ist darauf schon eingegangen. Die Klimaänderung ist ein globales Problem und das müssen wir sehen, nicht im Kontext einzelner Länder, sondern im Kontext der ganzen Welt, im Kontext des Zusammenwirkens zwischen unterschiedlichen Ländern in der Weltgemeinschaft, von dem Standpunkt des Welthandels, von dem Standpunkt von den kohlenstoffintensiven Produkten und Produktion und Ähnliches. Und hier habe ich die Tabellen zeigen wollen, die diese Unterschiede demonstrieren. Das sind die OECD-Länder einerseits und die BRICS-Länder andererseits, einschließlich Russland. Und das ist der reine Anteil der Emissionen an den Endprodukten. Und bei den OECD-Ländern ist es ein negativer Wert. Also da sind reine Importeure der Produkte mit Kohlenstoffspur. Also die Schweden hat eine große Carbonspur, nicht wegen der Produktion, sondern wegen des Konsums. Und zusätzliche 60% der Emissionen werden nach Schweden importiert, aus dem Ausland, insbesondere auch aus Russland. Und die BRICS-Länder sind große Lieferanten der kohlenstoffintensiven Produkte in die OECD-Länder und diese Produkte rufen große Emissionen auf den Territorien dieser Länder hervor. Und das muss auch berücksichtigt werden bei der Regulierung der Emissionen. Und das ist nicht verbunden damit, dass in den BRICS-Ländern die Technologien viel schmutziger sind. Nicht darauf zurückzuführen, dass in den BRICS-Ländern man weniger Aufmerksamkeit dem Klimawandel beimisst, vielleicht auch. Damit ist es auch verbunden, aber das ist eine gewisse Widerspiegelung der Weltarbeitsteilung und das muss als eine Gegebenheit wahrgenommen werden. Also eine vollständige Dekarbonisierung der EU ist in diesem Sinne nicht möglich ohne Dekarbonisierung Russlands. Man kann natürlich die Emissionen auf dem eigenen Territorium reduzieren, aber das wird dann substituiert werden durch den Import der schmutzigen Produkte und die werden dann hergestellt in China, in Indien oder in Russland und das wird im Endeffekt, im Nettoeffekt wenig Einfluss haben auf die Bekämpfung des Klimawandels. Muss Russland ein Teil von Green Deal sein? Ja, doch, auf jeden Fall. Sonst ist das European Green Deal mehr oder weniger sinnlos. Und das ist orientiert auf 9% der Weltemissionen, also riesiges Geld soll investiert werden, um die Emissionen auf diesem kleinen Raum, 9% der Weltemissionen, zu reduzieren. Und es wäre sinnvoll, dieses Geld zu investieren auf die preiswertesten Optionen zur Reduktion der Schadstoffemissionen, insbesondere in Russland. In Russland ist es viel preiswerter, die Emissionen zu reduzieren, weil die EU bereits viele Maßnahmen umgesetzt hat und die preiswertesten Optionen sind bereits ausgeschöpft worden. Und jede weitere Reduktion wird immer teurer ausfallen. Und Russland ist irgendwo hier. Deswegen ist es viel profitabler, die Emissionen in Russland zu reduzieren. Das ist profitabler für das Klima und für die konkreten Firmen. Diese Möglichkeiten müssen dann genutzt werden. Und optimal wäre
dass man das den Quotenhandelssystem in das Quotenhandelssystem in Europa mit einem gewissen Regulierungsmechanismus in Russland verbindet, damit die Firmen imstande sind, die Emissionen anderswo zu reduzieren, insbesondere auch in Russland. Nicht nur in Russland, aber auch in Russland. Und das sollte dann berücksichtigt werden im Quotenhandelssystem. Und wenn man von der EU irgendwelche Garantien zusätzlich geben könnte, dass in dem Falle, wenn dieses System entwickelt worden ist, dann werden auch die Reduktionen in diesem System berücksichtigt und dass die weitere Integration dieser beiden Systeme möglich wäre, dann wird es für Russland viel mehr Nutzen bringen, und weil die Firmen sind jetzt besorgt, dass sie zuerst an die EU werden zahlen müssen und dann im Rahmen des Regulierungssystems in Russland. Und ich habe schon Verständnis für diese Befürchtungen der russischen Firmen. Zum Abschluss meines Beitrages möchte ich sagen, dass es sinnvoll wäre, dass wir im Rahmen unserer Kooperation zwischen Russland und Europa, insbesondere zwischen Russland und Deutschland, die Probleme doch komplexer betrachten sollten. Es ist die Dekarbonisierung Europas oder Dekarbonisierung Russlands nicht möglich, und Russland sollte nicht als Problem betrachtet werden, wegen welcher die Dekarbonisierung Europas unmöglich ist. Russland soll zum Teil der Lösung werden, und zum Teil aus objektiven Gründen, zum Teil aus wegen des fehlenden politischen Willens stehen wir außerhalb dieses Prozesses. Aber die Dekarbonisierung in Russland wäre viel profitabler in Russland als die Fortsetzung derer in der Europäischen Union. Wichtig ist aber, dass es auf der bilateralen Basis zustande kommt. Und in diesem Sinne sollte auch unser Dialog aufgebaut werden zwischen Russland und der EU. Aber da es zurzeit keinen Dialog wegen der politischen Umstände gibt zwischen Russland und der EU, wäre es sinnvoll, diesen Dialog wenigstens auf der nationalen Basis, auf der bilateralen nationalen Basis aufzubauen. Und Deutschland ist unser wichtigster Partner. Deswegen wäre es sinnvoll, diesen Dialog mit Deutschland zu beginnen. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Danke, Igor. Ich glaube, es war äußerst wichtig, wie Sie die Perspektiven Deutschlands, der Kooperation Deutschlands und Russlands beleuchtet haben auf der Grundlage der Risiken. Sie haben geschaut, welche Risiken es gibt, insbesondere im Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden Kohlenstoffregelung, wie diese Risiken in Russland wahrgenommen werden und in Deutschland, und wie es sinnvoll wäre, irgendwelche potenziellen scheinbaren Gefahren zu vermeiden, und wie wäre es möglich, sich in Richtung des Dialogs zu bewegen. Ein wichtiges Argument bestand darin, dass die Reduktion der Emissionen in Russland doch preiswerter ausfallen kann, und außerdem die Dekarbonisierung auf der Welt und die Lösung des Klimaproblems auf der Welt ohne Russland unmöglich ist, genauso wie es auch ohne Deutschland unmöglich ist. In den komplizierten heutigen politischen Bedingungen wäre es wichtig, diesen Klimadialog aufzubauen, wenn nicht auch zwischen Russland und der EU, dann zwischen Russland und Deutschland. Und das wäre eine wichtige Tendenz, was die Grundlage schaffen würde für die produktive Arbeit in diesem Bereich. Dankeschön, Igor. Und jetzt übergehen wir zum nächsten Referenten. Alexei Kokorin vertritt den Weltnaturfonds, und diese Organisation arbeitet in Russland seit Jahrzehnten und beteiligt sich aktiv an den deutsch-russischen Kooperationsprogrammen im Bereich Ökologie und im Bereich von Klima. Alexei wird jetzt einige Worte darüber sagen, welche Kooperationsprogramme es jetzt gibt und was in der Zukunft möglich wäre. Dankeschön. Dankeschön, wie Angelina es am Anfang gesagt hat,
wäre es sinnvoll, in unserer Diskussion das anzuschneiden, was die Zivilgesellschaft tut und die Gesellschaftsorganisation im Wesentlichen, ist meine Präsentation darauf ausgerichtet. Und es geht hier um die Kooperation Russlands und Deutschlands im Rahmen des Weltnaturfonds. Und das ist konzentriert auf die Aufklärungsmaßnahmen im Bereich des Klimas und die Anpassungsmaßnahmen. Das ist die Nische, die im Bereich der Aktivitäten der Zivilgesellschaft, was anwendbar ist in Deutschland und in Russland. Die Naturschutzprojekte setzen wir meistens in Russland um, weil es relativ wenig unversehrte Natur in Deutschland geblieben ist. Aber die Naturressourcen werden in Deutschland gut beschützt. Und ja, und da sind solche Begriffe nicht anwendbar wie Maßnahmen oder Gegenmaßnahmen. Hier gibt es Gott sei Dank keine politischen Komponenten, aber es wäre wichtig zu unterstreichen, dass es auch wichtig ist als die Grundlage für die Dekarbonisierung, wenn die Wirtschaft einer Region oder der Gouverneur einer Region nicht versteht, warum sich das Klima verändert, dann wird man davon ausgehen, dass Green Deal nur ein Druckmechanismus ist, um das Geld zu bekommen. Und man wird Widerstand zu leisten versuchen, seitens der normalen Menschen, seitens der Wirtschaft und, wenn man nicht versteht, warum es getan wird. Dann der weitere wichtige Punkt. Im Bereich der Anpassung ist es in Russland einfacher, gute Ergebnisse zu erzielen, die von allen anerkannt werden. Das kann eine positive Einstellung schaffen. Russland ist doch ein sehr emotionales Land, viel emotionaler als in Deutschland. Die Emotionen sind für uns wichtig. Wenn es positive Emotionen sind in der jeweiligen Region, dann erweitert sich das auch auf die weiteren Bereiche. Also wenn es positive Ergebnisse in der Anpassung gibt, dann steht man auch positiv zur Dekarbonisierung und zu der Treibhausgasemissionenreduktion. Und ich möchte unterstreichen die Wichtigkeit der Deutschen Internationalen Klimainitiative. WWF kooperiert mit dieser Initiative seit mehreren Jahren und es gab zwei erfolgreiche Projekte im Fernen Osten, Bikin und Kedr. Das hat die Möglichkeit gegeben, eine große Menge von Wäldern zu erhalten. Das Projekt Bikin war das erste Projekt in Russland, wo die Kohlenstoffeinheiten nicht nur zertifiziert wurden, sondern auch verkauft wurden nach dem Ablauf des Kyoto-Protokolls und das Geld gelang auf das entsprechende Konto wurde eingesetzt für die Modernisierung der Wirtschaft in dieser Siedlung, Bikin Tiger. Es wird jetzt ein großes Projekt umgesetzt, das 7 Jahre umfasst für die Anpassung der Naturschutzgebiete an die Klimaänderungen. Die weiteren 2 Folien werden diesem Thema gewidmet. Und obwohl in den Titeln das Wort Dekarbonisierung nicht erwähnt wird, werden dort gerade Dekarbonisierungsziele gesetzt. Und außerdem würde das der Amur-Becken zu einem weiteren Gegenstand des großen Projektes. Das soll gestartet werden in diesem Jahr oder im nächsten Jahr. Wenigstens für 5 Jahre sollte dieses Projekt geplant werden. Offiziell sind es 4. Und ein großes Territorium soll dort gegen Überschwemmungen geschützt werden durch das Wassermanagement. Und da wird auch die soziale Komponente geben und
die Naturschutzkomponente. Und zwei Worte noch zum Projekt, das umgesetzt wird mit Hilfe der Deutschen Klimainitiative, das, was bis zum Jahre 2024 noch umgesetzt werden wird. Wir haben hier die Landkarte der Naturschutzgebiete. Wir haben wahrscheinlich jetzt zu wenig Zeit, um uns mit jedem Territorium einzusetzen, wie beispielsweise die Polarbären durch die Klimaänderung beeinflusst werden. Hier auf der Taimil-Halbinsel, da gab es mit den Rentieren nur ein Problem, das war illegale Jagd. Und jetzt hat sich noch ein weiteres Problem beigefügt und unsere Berechnungen und Klimaanalysen haben gezeigt, dass wir tatsächlich zu tun haben mit den lokalen Erscheinungen des Klimawandels. Und im Mai und Juni, also früher auf Taimyr, sind jetzt 4 Grad wärmer geworden und das führt dazu, dass das Eis auf den Flüssen schneller taut und jetzt und die Rentiere müssen über diese Flüsse schwimmen und die Kleintiere sterben dabei. Also sie können über diese Flüsse nicht schwimmen und da müssen Maßnahmen dagegen getroffen werden. Das ist ein ernstzunehmendes Problem. Das passiert nicht mehr nur irgendwie alle 5 Jahre oder alle 10 Jahre, das passiert jährlich. Da brauchen wir wirklich ernstzunehmende Bemühungen, um gegen die Wilderei zu kämpfen. Wir brauchen gemeinsame Bemühungen, um dieses Problem zu lösen. Wir brauchen in der Tat eine nachhaltige Lösung. Und jetzt noch ein Punkt, den ich gerne ansprechen möchte. Im Rahmen dieser Projekte oder dieses Projektes gibt es über 15 kleinere Projekte oder Subprojekte, die aber eine sehr weitreichende soziale Bedeutung haben. Da geht es um die Beschaffung von Arbeit, da geht es um Kultur der indigenen Völker, nationale Küche, Gesang, die Entwicklung der Kultur der indigenen Völker, Tourismus in den einschlägigen Regionen. Dazu gibt es 11 Wind- und Solarkraftwerke. Jetzt wird viel darüber diskutiert, wie man in der Arktis erneuerbare Energien benutzen kann. Ist es denn zu kalt oder zu wenig Wind oder weht der Wind zu stark? Aber wir sehen, so etwas brauchen die Einwohner kleinerer Siedlungen auf Tschukotka zum Beispiel. Am 1. April oder am 1. Mai wird Russland den Vorsitz im Arktischen Rat übernehmen. Deutschland hat einen Beobachterstatus dort. Und in diesem Rat können wir auch konkrete Schritte diskutieren und auch umsetzen. Da habe ich gerade ein Beispiel für Sie auf dieser Folie. Das ist ein durchaus sachlicher Schritt. Was bedeuten diese 11 Kraftwerke? Man verbraucht weniger Dieselkraftstoff. Mit diesem Geld kann man Kulturprojekte finanzieren. Das heißt, wir können 2 Fliegen gleich töten. Und zwar können wir die Emissionen reduzieren und die Lebensqualität der indigenen Bevölkerung verbessern. Es ist sehr wichtig für den Naturschutz, aber auch für die Entwicklung der ganzen Region. Denn ohne konkrete positive Beispiele, mögen die auch so klein sein, geht nicht viel. Gemessen an Russland ist es nicht wirklich viel. Gemessen an Tschukotka, an dieser relativ dünn besiedelten Region, hat es eine enorme Bedeutung. Im zweiten Teil meines Vortrages möchte ich auf einige Aufklärungsmaßnahmen und Bildungsprojekte eingehen. Wir haben schon relativ viele Produkte da umgesetzt und die Ergebnisse liegen bereits vor. Was ist die Besonderheit dabei? Unsere Zielgruppe sind junge Menschen, nicht nur Schülerinnen und Schüler, nicht nur Studierende, junge Menschen im breitesten Sinne des Wortes, zwischen 25 und 40 Jahren, würde ich sagen. Wir haben mehrere Minister in der Regierung, die um die 40 sind und sie sind auch an wissenschaftlich fundierten Daten interessiert. Das betrifft die russische Regierung, ganz zu schweigen von den regionalen Regierungen oder den Vertretern der Wirtschaft. Wir richten uns nach diesen Zielgruppen, aber auch benutzen wir die modernsten Kommunikationsmittel. Und die Corona-Pandemie war sogar eine Hilfe für uns, denn alle mussten zu Hause vor dem Computer verharren und wir konnten diese Kommunikationskanäle nutzen. Und das war für uns ein sehr guter Weg, alle auch vor Ort zu erreichen. Für viele war ein Weg in die regionale Hauptstadt einfach etwas, was man sich nicht so einfach leisten kann.
Wir haben diese Projekte Mitte letzten Jahres ins Leben gerufen. Bereits über 4.500 Schulen benutzen unser Unterrichtsmaterial, welches im Rahmen dieser Projekte entstanden ist. Wir bieten verschiedene Spiele und andere Unterrichtsmöglichkeiten an. Für die etwas ältere Generation als die Schülerinnen und Schüler, wie gesagt, nicht nur Studierende meine ich dabei, gibt es zwei weitere Produkte, die ich Ihnen gerne vorstellen möchte. Diese Produkte wurden schon ins Leben gerufen. So, zuerst möchte ich Ihnen diesen Online-Lehrgang beschreiben. Dieser Lehrgang wurde zuerst in Deutschland entwickelt und vorgestellt. Dann haben wir das mit Hilfe von WWF Russland und der Universität in Archangelsk angepasst an russische Verhältnisse. Wir haben alle entsprechenden Zeugnisse und Zertifikate eingeholt. Und jetzt gibt es in Russland zum ersten Mal einen offiziellen Lehrgang an einer föderalen Universität zum Thema Klimawandel in Russland. Für die Studierenden in den entsprechenden Lehrgängen ist es natürlich sehr wichtig, aber sie studieren es auch ohnehin, diejenigen, die Wetterkunde studieren oder Geografie oder sonst noch was. Dieser Lehrgang richtet sich aber an alle, auch an Studierende anderer Fachrichtungen. Bereits über 100 Menschen haben diesen Lehrgang erfolgreich abgeschlossen. Wir hatten einige Studierende aus Deutschland sogar, die an diesem Lehrgang teilgenommen haben. Aber der überwiegende Teil sind Einwohner Russlands, Kirgisiens, Belarus und der Ukraine. Zu 90% sind es aber Zuhörer aus Russland. Dort gibt es Vorlesungen, Tests und am Ende bekommt man auch ein Zertifikat. Ein weiteres Produkt. Es war auch notwendig, denn in diesem Lehrgang, in diesem internationalen Lehrgang, geht es so gut wie nie um Russland oder um die Arktis. Deswegen haben wir dem internationalen Lehrgang einige Sondervorlesungen hinzugefügt, wo es explizit um Russland, um die russische Arktis geht, um das Pariser Klimaabkommen. Es gibt da einzelne Bereiche, die 6 Regionen gewidmet sind, wo WWF Russland unterwegs sind. Da geht es um den russischen Norden, um Altai, um den fernen Osten. Dort finden Sie Videos, Vorlesungen, Präsentationen und das ist alles öffentlich zugänglich. Das sind alles PPT-Präsentationen im älteren Format. Das ist extra dafür gemacht, damit Menschen mit älteren Rechnern, mit älteren MS-Office-Versionen auch Zugang zu diesen Inhalten bekommen können. Also wir setzen da nicht auf die modernsten Standards, sondern auf etwas ältere Dateien, damit das ein möglichst breites Publikum erreichen kann. Wir laden auch Sie alle herzlich ein, das in Ihrer Arbeit zu benutzen. Bevor ich Ihnen noch ein schönes Klima wünsche, möchte ich Folgendes sagen. Dank unseren gemeinsamen Bemühungen akzeptieren 2/3 der Russen, dass der Klimawandel vor allem auf die Auswirkungen der Menschentätigkeit zurückzuführen ist. Man kann sagen, ganze 2/3 oder nur 2/3. Noch oder schon, je nachdem. Aber nur die Hälfte ist wirklich bereit, etwas dagegen zu unternehmen. Das heißt, wir brauchen noch mehr Bemühungen, noch mehr Aufklärungsarbeit, um zu erreichen, dass uns die ganze Bevölkerung unterstützt. Carbonregelung und Dekarbonisierung sind ohne eine breite Unterstützung der Bevölkerung kaum möglich. Wir in der WWF sind von Folgendem überzeugt. Wenn 90 oder vielleicht 85% der Bürgerinnen und Bürger das mittragen, wenn sie das wirklich auch unterstützen, dann wird Russland definitiv diesen grünen Wandel schaffen. Ja, das passiert nicht über Nacht. Man braucht recht viel. Man braucht viel Arbeit und da ist gerade die deutsch-russische Zusammenarbeit gefragt. Es gibt schon einige Erfolgsbeispiele, aber wir brauchen noch mehr. Und in diesem Sinne noch ein gutes Klima wünsche ich Ihnen allen. Dankeschön. Vielen Dank. Ich danke Alexei Kokurin für diese Lebensfreude, die wir durchaus gesehen haben in dieser Präsentation. Ja, es ist in der Tat wichtig, schon jetzt über die Projekte zu sprechen, die schon funktionieren, wenn wir auch an Zukunftsprojekte denken. Die Projekte, die Sie uns präsentiert haben, wo es um die Anpassung bestehender Bildungsangebote geht, Klimaaufklärung, Verbreitung der Kenntnisse und Informationen über den Klimawandel, das ist sehr wichtig. Denn daraus entstehen weitere Kenntnisse. Wie kann man an dieser Arbeit teilnehmen? Wie kann man sich einbringen? Und zwar täglich, im Alltag. Wie kann jeder an seinem Ort dazu beitragen, dass der Klimawandel gestoppt wird? Vielen Dank, dass Sie es präsentiert haben. Wir haben schon sehr viele Fragen im Chat, aber wir haben noch eine Präsentation, noch einen Vortrag. Wir wechseln wieder das Land. Wir gehen wieder nach Deutschland. Und das Wort geht an Oldak Kaspar. Oldak ist jemand, der
schon seit vielen Jahren sich mit Deutschland und Russland auseinandersetzt. Er ist auch ein bedeutender Teil der deutsch-russischen Kooperation. Er hat uns bestimmt viel zu erzählen, viele Geschichten und viele Ideen für unsere weitere Kooperation. Bitte schön, Sie haben das Wort. Ja, ich versuche das mit den Ideen. Zunächst mal ein kleines Vorwort. Also ich bin immer begeistert von den fantastischen und professionellen Projekten, die Alexej in Russland seit Jahrzehnten schon eigentlich bei diesem Thema umsetzt und freue mich ungemein, wie weit er jetzt und andere, die auch hier heute dabei sind, in Russland gekommen sind, dieses Thema zu einem politisch relevanten und wirtschaftlich vor allem relevanten Thema zu machen. Es ist wirklich eine großartige Neuigkeit. Und auch wenn Alexej glaubt, wahrscheinlich nicht ganz zu Unrecht, dass die Deutschen ein bisschen weniger emotional aufgestellt sind als die Menschen in Russland, erlaube ich mir doch vielleicht diese kleine emotionale Note, versuche es jedenfalls als Deutscher, dass wenn wir hier so eine Konferenz mit 120 Leuten sehen, ich glaube, es gab noch niemals eine deutsch-russische, russisch-deutsche oder russisch-europäische sogar Klimakonferenz, vielleicht mit 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, jedenfalls nicht im letzten und auch nicht im vorletzten Jahr. Und davor schon gar nicht. Und gleichzeitig sehen wir die Nachrichtenlage, ja, was zwischen Russland und der EU gerade leider auf intergouvernementaler Ebene passiert. Da ist das schon vielleicht umso erstaunlicher, dass wir uns hier so unterhalten, wie wir das gerade tun. Und das macht Mut. Ich glaube, das ist aber auch ein Zeichen dafür, dass es Wege aus der aktuellen staatlichen Krise gibt. Und dass wir an einem der Themen arbeiten, die vielleicht eines der zentralen Themen oder das zentrale vielleicht Thema sind, um auch aus der Krisensituation herauszufinden, in der die beiden Regierungen oder die Regierungsebenen sich jedenfalls befinden. Ja, ich habe ein paar Ideen mitgebracht, wie wir vielleicht mit also ein paar Beispielprojekte oder Projektoptionen, wo es sinnvoll ist, aus meiner Sicht mit den ganzen Gesprächen, die ich führe im Hintergrund, wo es aus meiner Sicht deswegen Sinn macht, dass wir die nächsten Schritte gehen zwischen Russland und der EU, aber Russland und Deutschland. Aber davor noch ein paar Gedanken, ein kleiner Prolog. Zunächst mal die Frage, die sich auch Miriam gestellt hat. Gibt es eigentlich eine Alternative zu dieser Kooperation? Und meine Antwort ist, das ist jetzt nicht schwer zu erraten, auch nicht. Natürlich nein. Denn wir haben nicht nur diese ganzen ökonomischen Interessen Russlands und Deutschlands, die dafür sprechen, dass wir diese Kooperation zwischen beiden Seiten deutlich, deutlich nach oben bringen. Und auch für das Klima wäre das gut. Sondern wir haben auch eine globale Verantwortung. Ja, also zu diesen ökonomischen Fragen haben wir uns viel unterhalten heute und gestern. Das muss ich jetzt nicht weiter ausführen, glaube ich. Aber ja, wir haben auch das ist vielleicht ein bisschen mehr meine Verantwortung als NGO-Akteur auch. Wir sind auch bei den internationalen Klimaverhandlungen als German Watch einer von den großen Delegationen. Und Russland und die EU haben natürlich eine herausgehobene globale Verantwortung, um das Problem globale Erhitzung in den Griff zu bekommen, allein schon wegen ihrer Größe. Und je mehr sie zusammenarbeiten dabei und nicht gegeneinander arbeiten, desto besser sind die Chancen, dass die Welt diesen Kampf gegen den globalen Klimawandel gewinnt. Das ist klar. Und dazu müssen wir uns aber auch wirtschaftlich vernetzen. Wenn wir das nicht tun, dann wird die Zusammenarbeit auf internationaler politischer Ebene schwieriger. Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt, der dazu führt, dass wir eine ganz klare Antwort haben auf diese Frage, dass wir die Kooperation brauchen. Und das ist die friedenspolitische Komponente. Denn stellen wir uns mal kurz vor, was passiert, wenn die EU einfach ihre faktisch existierende Energiepartnerschaft, ihre fossile Energiepartnerschaft mit Russland auslaufen lassen würde, also passiv bleiben würde. Was würde passieren, wenn Russland nicht auf die EU zugeht jetzt, um sich zu kümmern um eine Transformation der aktuellen Energiebeziehungen. Aus meiner Sicht bedeutet das die große Gefahr, dass Russland sich weiter entfernt von Europa. Wir werden auf jeden Fall weniger Austauschformate sehen und weniger Interdependenzen. Wir werden weniger gegenseitige Abhängigkeit haben. Und diese Abhängigkeit ist eine Backstop, ja, ist eine Absicherung gegen, also ich sag mal, vielleicht zu populistische Außenpolitik.
auf beiden Seiten. Ich glaube, auch deswegen ist es wichtig für die europäische Sicherheit und Stabilität in den nächsten Jahrzehnten, also die Welt, die wir unseren Kindern und Enkeln übergeben, dass wir weiterkommen bei dieser Kooperation, bei diesem ganz zentralen, dieser für Russland und die EU ganz zentralen Frage der gegenseitigen Beziehungen. So, und natürlich glaube ich, wir haben wirklich mit diesem Thema, in dem wir hier gerade sind, eine Chance, die Beziehungen auf vielen Ebenen, und wenn es noch nicht mal die staatliche Ebene ist am Anfang, auf vielen Ebenen voranzubringen und zu das gemeinsame Verständnis auf beiden Seiten tatsächlich zu verbessern. Ich komme jetzt mal zu dem Kern dessen, wozu ich hier heute eingeladen bin, und zwar eben den Potenzialen für die Zusammenarbeit. Und bevor ich zu den konkreten Ideen dabei komme, wo ich gerne ein paar von denen eben vorstellen würde, glaube ich, macht es Sinn, sich nochmal kurz Gedanken zu machen, was sollte der Fokus sein? Mir scheint, dass der Fokus für diese Zusammenarbeit jedenfalls in den nächsten Jahren zunächst einmal darauf liegen sollte, die Sektoren und die Technologien auszuwählen für die Zusammenarbeit, die die russischen fossilen Exporte ersetzen können oder zumindest so transformieren können, dass sie eben dekarbonisiert diese Zusammenarbeit weiter ermöglichen. Aber auch, und das ist der zweite Punkt, ich glaube, wir müssen uns darauf konzentrieren, auf die Frage, was sind die Stärken Russlands? Was sind die komparativen Vorteile Russlands in der Weltwirtschaft? Ich weiß, dass die russischen Kolleginnen und Kollegen das schon tun, aber auch wir in Europa, glaube ich, müssen genau darauf aufpassen, ja, dass wir eben aus der russischen Brille quasi diese Kooperation uns anschauen. Natürlich fallen einem da Punkte ein wie die Energiefokussierung Russlands, aber auch die Schwerindustrie ist wichtig in Russland. Die Naturressourcen, die Russland zu bieten hat, die die EU oft nicht hat, sind wichtig. Ja, die Landfläche zum Beispiel, aber auch die Wissensökonomie Russlands, also die Naturwissenschaften, die Stärke zum Beispiel der Naturwissenschaften. Und andererseits natürlich müssen wir auch gucken, was braucht die EU? Was ist im Vorteil, was ist nachgefragt, was wird nachgefragt werden von der EU an Kooperationstechnologien, Anwendungen etc. Das ist ja klar. Auch das ist natürlich eine Frage, die sich Russland stellen muss, aber das passiert, glaube ich, auch gut. So, und dann ist aber auch noch sehr zentral, dass wir in Russland eine natürlich heimische Entwicklungsdynamik erzeugen. Dass es nicht eben auf Jahrzehnte angelegt ist, diese Kooperation, auf was braucht die EU von Russland, und dann liefern wir das aus Russland für die EU und selbst passiert dann nicht weiter etwas. Und ich glaube, das wird nicht funktionieren. Dann, glaube ich, wird Russland immer weniger attraktiv auch werden für die EU und für andere Staaten in dieser neuen grünen Weltwirtschaft, die wir in wenigen Jahrzehnten, wahrscheinlich schon in 15, 20 Jahren sehen werden. Und deswegen glaube ich, wir müssen eben sehr darauf aufpassen, dass wir schauen, mit welchen eben Weltmarktnischen, die Russland erobern kann. Ja, wo kann Russland Weltmarktführer werden? In welchen Anwendungen, in welchen Technologien? Das sind die großen Fragen, die wir uns hier beantworten müssen, denn das kann wiederum dann die Entwicklungsdynamik heimisch erzeugen in Russland. Und dann ist es auch relativ egal, was am Ende aus der Kooperation wird mit der EU irgendwann, wenn wir diese Driver erzeugt haben. So, und jetzt zu den konkreten Beispielen. Es wurde ja schon viel heute gesagt zu der Wasserstoffpartnerschaft der Zukunft. Und es ist natürlich toll, dass da jetzt die ersten Schritte mit diesem Büro zum Beispiel in Moskau, mit dem deutsch-russischen Wasserstoffbüro, schon jetzt frisch gemacht werden. Ich glaube, da ist mit der stärkste Rückenwind überhaupt in dem ganzen Thema, um das wir uns hier heute und gestern kümmern. Ich glaube, was aber ein bisschen kurz gekommen ist heute in der Debatte, ist, dass mir scheint, es Sinn macht, dass die EU gerade sehr starke Signale nach Russland auch tatsächlich sendet oder dass die in Russland ankommen. Zumindest, es geht der EU zurzeit jedenfalls sehr stark um die grüne Wasserstoffwirtschaft. Also ne, auch wenn vielleicht diese Farbenlehre etwas oberflächlich ist, ja, wo ich der Diskussion von gerade eben durchaus recht gebe, aber die Wasserstoffstrategien der EU und Deutschlands haben ja sehr klar gesagt, ne, es geht um Elektrolyse-Wasserstoff. Das ist die Zukunft. Und nur in einer Übergangsphase wird der andere Wasserstoff, welcher es auch dann immer ist, dekarbonisierter Wasserstoff, eine Rolle spielen und wahrscheinlich spielen müssen, aus der Sicht von vielen Experten. Da können Sie NGOs fragen, auch in Deutschland, die sehen das ganz anders allerdings.
Und ich finde, das ist ganz wichtig, dass da Klarheit besteht, dass es jetzt vor allem jedenfalls in einem Schwerpunkt um diese, den Aufbau dieser grünen Wasserstoffwirtschaft, dieser Elektrolyse-Wasserstoffwirtschaft aus erneuerbaren Energien gehen muss, damit die Wasserstoffpartnerschaft Erfolg haben wird am Ende. Ich glaube, sonst wird sie keinen Erfolg haben. Ich glaube, das ist Fakt. Wir können uns gerne darüber unterhalten gleich noch, warum das so ist. Und wir können auch gerne uns noch darüber unterhalten, das haben wir leider in der letzten Session auch nicht so richtig gemacht, wie das passieren kann. Also was für, ja, Ust-Luga wurde schon im Chat hier erwähnt. Ne? Also was könnte da passieren, vielleicht auf russischer Seite oder auch auf europäischer Seite, damit dieser Austausch losgeht. Der zweite wichtige Punkt konkret für mich ist die Forschung. Mir scheint, es gibt eine große Lücke und großes Potenzial für mehr Forschung auf russischer und deutscher Seite. Wir haben da Anstrengungen, ne, das russisch-deutsche Wissenschaftsjahr hatten wir gerade zum Beispiel. Aber gerade bei der Klimaforschung alleine schon gibt es aus meiner Sicht viel zu wenig Austausch zwischen den quasi dem Hotspot Potsdam, ja, stehen für ganz Europa natürlich, da gibt es andere auch, und dem, was in Petersburg und in anderen russischen Städten, in Sibirien unter anderem, durchaus ja sehr professionell existiert. Aber der Austausch zwischen beiden Seiten ist aus meiner Sicht, was ich aus Gesprächen kenne, zu niedrig. Und das betrifft auch gerade die sozialwissenschaftliche Klimaforschung. Ja? Ich glaube, sogar die insbesondere. Dann haben wir auch, ein Problem, dass wir noch zu wenig Austausch haben in dem, was zum Beispiel Igor Makarov macht in Russland und Agora Energiewende Patrick Reichen in Deutschland. Ja? Diese ökonomische Transformationsforschung aufzubauen auf beiden Seiten. Viele EU-Länder sind da auch noch nicht weit genug. In Deutschland ist da relativ weit, aber auch da gibt es sehr großes Potenzial für Kooperation. Und als dritter Forschungspunkt die Technologieforschung. Ich glaube, die ist ganz zentral, dass wir, weil es ist im europäischen Interesse, dass wir in Zukunft aus Russland Technologien importieren und nicht nur Rohstoffe. Ja, ich glaube, es muss ein Upgrade geben der Wirtschaftsbeziehungen Russlands und der EU, weg von dem reinen, quasi das, was wir schon vor 500 oder vor 1000 Jahren hatten, ja, Pelze aus Russland nach Europa, ja, also die Naturressourcen Russlands zu nutzen, sondern nein, es wird in Zukunft, und das ist, glaube ich, führt kaum ein Weg dran vorbei, Innovativität geben, die die EU einkauft aus Russland. Und deswegen müssen wir diese Innovativität entwickeln, auch mit Russland zusammen für Russland. Ja, ich glaube, Russland kann das alleine auch entwickeln, aber es würde schneller gehen, es würde wahrscheinlich noch besser gehen, wenn die EU auch eine Rolle dabei spielt und es einen Austausch gibt, was für Technologien der Zukunft hier benötigt werden, weltweit, aber auch gerade in der EU. Und das ist zum Beispiel natürlich Speicher, also Energiespeichertechnologien. Da gibt es noch viel zu tun. Carbon Capture and Usage, ja, Methanpyrolyse wurde schon genannt. Wie kann man ein Businessmodell machen aus diesem Carbon, was da anfällt? Die neuen erneuerbare Energien, Technologien, die wir noch nicht marktreif haben, da ist auch noch sehr viel Potenzial für russische Marktführerschaften, sage ich mal. Zum Beispiel kleine Windkraftanlagen oder Kombikraftwerke mit Speichern, große Wärmepumpen. Gebäudeeffizienz, ja, da kommt Deutschland viel zu langsam voran. Die Gebäude, also die Sanierungsquote in Deutschland ist horrend niedrig. Ungefähr 1%, die muss sich verdreifachen in den nächsten Jahren, damit Deutschland seine Klimaziele erreichen kann. Da könnte doch Russland vielleicht könnte vielleicht mithelfen, jedenfalls, standardisierte Lösungen zu entwickeln. So, und dann Konsumprodukte. Ich meine, ich glaube, das ist sehr unterbelichtet, aber ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt. Bioplastik, Biotextilien, Holz aus Baustoffen, das sind wahrscheinlich Möglichkeiten, wo gerade Russland einen Beitrag leisten kann. Ja? Also wie kann man die großen Naturressourcen Russlands nutzen für die Bioökonomie der Zukunft? Ich glaube, das sind große Wachstumspotenziale auch für Russland. Und ich überspringe mal das Thema erneuerbare Energien, konkrete Zusammenarbeit und komme mal zu einem nächsten Thema, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben, zu Regionen und Städten, bevor ich zu den NGOs komme. Regionen und Städte. Ich glaube, dass wir viel Potenzial haben auf beiden Seiten. Russland ist ein riesiges Land mit sehr unterschiedlichen Regionen. Die EU ist auch nicht gerade klein, mit sehr unterschiedlichen Regionen und Städten. Diese stärker zu vernetzen untereinander, die Ressourcen dort, die Menschen zu aktivieren, gemeinsam aktiv zu werden, ich glaube, das ist eine große Ressource für die Zusammenarbeit, die wir gerne in Berlin und in Moskau gerne vergessen und auch in Brüssel. Ich glaube, dass wir Städtepartnerschaften,
Städtepartnerschaften zwischen Russland und gerade Deutschland haben, die hier eine große Rolle spielen können. Aber dann brauchen sie auch die Finanzierung dafür. Ja? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir dann einen Projektfonds auflegen können. Also einen russisch-deutschen oder russisch-EU-Projektfonds für solche Städtepartnerschaften. Und zur Frage Sachalin. Ich frage mich, warum, also Sachalin ist ja eine Pilotregion, die, so scheint es jedenfalls manchmal, in Russland jetzt aufgelegt wird für die zukünftige Kooperation mit Japan, vielleicht Südkorea und China. Warum nicht so etwas Ähnliches auch in Westrussland ausprobieren? Für die Kooperation in diesem Zero-Carbon-Bereich mit der EU. Das, glaube ich, würde auch einen ganz neue Kooperationsmöglichkeiten ergeben. So, letzter Punkt. NGOs, Bürgerinitiativen, Zivilgesellschaft. Ich glaube, wir müssen uns vor Augen führen, dass NGOs, insbesondere in solchen Zukunftsthemen, wie wir das hier ja vorliegen haben, aus meiner Sicht das Schmierfett sind, das die Transformation einer Volkswirtschaft erleichtert. Diese Arbeit, also diese Zivilgesellschaft, diese NGOs machen, ist zentral, um zum Beispiel Greenwashing von Unternehmen zu verhindern oder das Wissen und die Aufmerksamkeit zum Klimawandel zu entwickeln. Das, was Alexei Kakorin gerade so schön gezeigt hat. Aber auch, und das macht ja auch der WWF zum Beispiel in Russland, die Bevölkerung bei der Veränderung mitzunehmen. Also damit mitzuhelfen, dass die Bevölkerung diesen Transformationsdruck, der durchaus ja auch beim Individuum ankommt, dass wir das annehmen können als Menschen. Ja, und dass wir die Regierungen, unsere Regierungen, dennoch dabei unterstützen, diese auch schwierige Transformation zu gehen. Ja, also diese Bereitschaft zum Beispiel, den eigenen Konsum zu verändern. Es gibt in Moskau ein großartiges Projekt, das heißt Tepertak, jetzt so. Ja, wo es genau darum geht, den Konsum der Menschen zu verändern. Das ist ein wunderbares Projekt, das könnte ein Beispiel sein für unsere Arbeit hier in Deutschland. Ich habe sowas hier noch nicht erlebt. Und ich glaube, sollten wir uns austauschen zwischen den Zivilgesellschaften, um solche Beispiele auf beiden Seiten voranzubringen. Ich glaube aber auch, dass die NGOs diese als Pioniere diese gesellschaftliche Entwicklung eben vordenken und vordiskutieren und so nach und nach eben neue Konzepte in die Wirtschaft und in die Politik bringen. Und ich glaube, wenn wir diese Ressource nicht nutzen, verlieren wir Zeit und wahrscheinlich auch Geld auf beiden Seiten der Grenze. Und natürlich kommt es da noch dazu, dass wir in der aktuellen Krisensituation, also politische Krise auf beiden Seiten oder gemeinsame intergouvernementale Krise meine ich, dass wir eben da natürlich eine besondere quasi Aufgabe haben für die Zivilgesellschaften, für die NGOs, diese Partnerschaft der beiden Seiten vorzubereiten und zu entwickeln. Das eben, was die Regierungen nicht machen können, miteinander eventuell schon zu machen. Und ganz konkret natürlich, ich glaube, wir brauchen aber dann auch Aufgaben für die NGOs, die auch von staatlicher Ebene aus vielleicht mitfinanziert werden. Zum Beispiel können NGOs Austauschprogramme organisieren, Reisen für Journalisten, für Beamte, für Parlamentsabgeordnete. Wir haben sowas auch schon gemacht, immer wieder. Aber viel zu wenig wahrscheinlich. Und ich glaube, das würde sehr mithelfen, dass wir ein besseres Verständnis auf beiden Seiten haben für die Transformationsprobleme, Herausforderungen und Chancen auf der jeweils anderen Seite. Und letzter Punkt, ganz kurz, Werbung quasi ein bisschen in eigener Sache, wenn ich das darf. Ich glaube, es fehlt generell an der Finanzierungsoption für uns hier in Europa, um mit Russland oder mit überhaupt Ländern in solchen Austausch zu kommen, insbesondere mit Russland. Aber auch auf russischer Seite fehlt das. Bei Alexei Kokorin noch nicht so stark vielleicht wie bei anderen Akteuren, aber auch wahrscheinlich beim WWF, bei euch Alexei. Und ich glaube, es wäre toll, wenn wir zum Beispiel ein Austauschformat hinbekommen würden, wo private und staatliche Stiftungen oder Geldgeber sich entwickeln würden, Möglichkeiten, wie man gemeinsam solche NGO-Programme entwickeln kann, auf beiden Seiten eben, ja, wo eben russische und europäische Stiftungen und auch staatliche Geldgeber sich treffen würden, um solche Sachen zu entwickeln. So, vielen Dank für die Zeit.
Oldak, danke schön. Ich denke, das war eine wirklich sehr gelungene Rede, ein fulminanter Beitrag, der die deutsch-russische Kooperation in einen breiteren Kontext stellt. So haben wir jetzt einen breiteren Blick auf dieses Thema, auf das Thema Klimawandel. Was halten wir für aufsichtsreich? Wie ist der aktuelle Zustand unserer Kontakte? Auf der anderen Seite haben Sie mehrere konkrete Projekte vorgeschlagen, Projekte, die verschiedene Akteure und verschiedene Branchen ansprechen. Ich hoffe, dass die über 100 Menschen, die uns zuhören, das ganze Publikum, sich wirklich dafür interessieren wird. Ich hoffe, dass viele sich an diesen Projekten auch beteiligen werden oder diese Projekte unterstützen werden. Herzlichen Dank für Ihren Input. So, genau, jetzt schreibt man gerade in den Chat, sehr interessant und konstruktiv. Gut, jetzt die Fragerunde. Während unsere vier Referentinnen und Referenten sprachen, bekamen wir sehr zahlreiche Fragen im Chat. Einige wurden schon beantwortet. Es gab eine Frage an Alexei Kokorin nach den Projekten von WWF Russland. Wo kann man diese finden und ob man in Deutschland darüber weiß? Alexei hat die Frage selber mit einem Link beantwortet. Vielen Dank. Dann nehme ich die nächste Frage auf. Die erste Frage von Dmitri Zinoviev. Betrachten Sie die Klimapolitik der EU im Kontext der Reindustrialisierung der EU und des Schutzes des EU-Binnenmarktes. Die meisten Produktionsstandorte in China und anderen Staaten sind sehr karbonintensiv. Da sind viele Emissionen damit verbunden. Und die hohen Gebühren für solche Waren könnten auch als ein Instrument zum Schutz des EU-Binnenmarktes betrachtet werden. Was können Sie dazu sagen? Wer möchte darauf reagieren? Und ich würde das natürlich ganz stark verneinen wollen. Ich verstehe, dass es da Sorgen gibt und ich verstehe auch die Sorgen, die Igor ausgedrückt hat, dass wenn man keine Planungssicherheit hat und am Ende mit zwei verschiedenen Steuern hier in Russland einmal und einmal in Europa dasteht, dass man sich deshalb aktiv gerade dagegen wehrt. Aber also um nochmal auf diese Logik zurückzukommen, die ja jetzt auch von verschiedenen Seiten mehrfach ausgeführt wurde. Wenn es um Klimaschutz geht, dann kann es ja nicht sein, dass wir Aktivitäten aus Europa verbannen, um sie irgendwo anders hin zu verschieben, wo dann genau das Gleiche passiert. Und das ist ja genau das Anliegen bei einer, bei so einem Grenzmechanismus, zu verhindern, dass eine, also Carbon Leakage geschieht. Und natürlich muss man dann eben auch schauen, und also zum Beispiel im Fertilizer-Sektor oder Chemiesektor ist natürlich zum Beispiel von russischer Seite da eine große Sorge, weil da relativ viel nach Europa importiert wird. Aber da geht es dann eben darum, gemeinsam zu schauen, wie, und natürlich, da verstehe ich, ist eine Sorge aktuell da, wie geht das, wie läuft das? Da ist natürlich bei der EU noch nicht ganz klar, wie das am Ende aussehen wird, aber es gab ja dieses Beteiligungsformat, und in dem die verschiedenen Sektoren und Firmen sich beteiligen, ihre Sorgen und Vorschläge ausdrücken konnten, und dass das einbezogen wird und dass natürlich die Art der Einführung so ist, dass es verträglich und vorhersehbar planbar ist. Und ich finde, dass zum Beispiel aktuell sehr, sehr viele Veranstaltungen auch von der EU-Seite gibt, die versuchen, wenigstens solange es keine konkrete Regelung, die noch nicht veröffentlicht wurde, zu kommunizieren und im Austausch zu bleiben, um eben diese Sorge, die gerade besteht, auch anzunehmen und sich damit auseinanderzusetzen. Also das würde ich erstmal so vielleicht lassen. Danke. Miriam, danke schön. Ich schlage vor, dass wir weitere Fragen aufnehmen, wenn diese Antwort nichts mehr hinzugefügt werden kann. Die nächste Frage kommt von Juri Kowaljow. Der wachsende Pro-Kopf-Verbrauch der Konsumenten, ist es nicht der Hauptfaktor, der die
Klimasituation auf der Erde destabilisiert? Gibt es vielleicht Chancen für andere wirtschaftliche Modelle? Genau, ja, hier steht auch, dass diese Frage an mich gerichtet war. Sergei Karaganov hat in seinem Grußwort zu Beginn der Konferenz so etwas erwähnt. Er meinte, der Konsum sollte ebenfalls als eine der Ursachen für globale Klimaprobleme betrachtet werden. Nicht allein die Industrieproduktion ist daran schuld. Wir bereiten einen sehr großen Bericht für das Außenministerium vor. Und dort ist unter anderem auch eine Idee enthalten, dass man auch nicht nur den schwarzen Peter der Industrie zuschieben sollte, sondern auch den Konsumenten, dem Konsum. Das betrifft nicht nur die EU, natürlich betrifft das auch Russland. Denn dieser Bericht richtet sich ja auch an die russischen Entscheidungsträger und Politiker. Deswegen steht da Russland im Fokus. Ich denke, es gibt tatsächlich auch ein Potenzial für andere Wirtschaftsmodelle. Ich sage sogar mehr. Wir werden bestimmt diese Modelle allmählich aufbauen bzw. übernehmen. Das, was jetzt während der Corona-Pandemie auf der Welt passiert, naja, die Pandemie war nicht die Ursache, aber sie hat sehr viele Probleme noch einmal zugespitzt. Ein Wohlfahrtsstaat funktioniert nicht. Die Ungleichheit wächst. Die Nachfrage nach Einschränkungen für den Überkonsum wächst ebenfalls, insbesondere der Überkonsum in den oberen 10.000. Dieser Trend wird sich anhalten. Es ist ja vollkommen klar, dass gerade die reicheren Bevölkerungsschichten, die reichsten sogar, die mehrere Fahrzeuge haben, die riesige Häuser haben, die sehr viel konsumieren, die private Jets besitzen oder benutzen, gerade sie sind in beträchtlichem Maße für die globalen Klimaprobleme verantwortlich. Einschränkung des Überkonsums und die Konsumregelung, ich glaube, das soll sich verbreiten. Das müssen wir auch in Russland übernehmen. Natürlich brauchen wir auch neue Produktionstechnologien sowieso. Wir brauchen reinere, grünere Technologien. Aber allein das reicht nicht aus. Wir brauchen mehr. Wir müssen auch den Konsum mäßigen. Vor allem, wie gesagt, in den oberen 10.000. Das sollte nicht den Armen schaden. Dankeschön. Vielen Dank für diese Antwort. Es gibt auch einige Fragen an Oldak. Ich werde jetzt die erste Frage vorlesen. Oldak, was meinen Sie? Wie ist die Hauptursache der schwachen Klimapolitik in Russland? Zwei Wörter nur, Erdöl und Erdgas. Das sind meine zwei Antworten. Alles klar, dann gleich die nächste Frage, die damit verbunden ist. Wie schätzen Sie das Potenzial von Nord Stream 2 ein? Das Potenzial dieses Projektes für deutsch-russische Beziehungen, wenn wir das allein als Teil der Infrastruktur betrachten, wo vielleicht später Wasserstoff geliefert wird? Ich glaube, es gibt auch noch ein Problem in Russland mit dem Ressourcenfluch. Ich glaube, es ist ein Thema, was viel zu wenig in der Debatte ist. Auch in Deutschland übrigens viel zu wenig in der Debatte, was der deutsche Ölkonsum mit Ländern wie Angola oder auch Russland macht, Aserbaidschan, Turkmenistan, wir können weitergehen. Das ist ein Problem, glaube ich, über das wir uns auch nochmal unterhalten sollen. Es wäre toll, dazu eine Konferenz irgendwann mal zu haben. Aber das hängt natürlich damit zusammen. Das hängt natürlich mit Öl und Gas vor allem zusammen. So, dann die Frage, ich glaube, die Frage war Nord Stream 2, oder? Genau, ob man diese Pipeline allein als Infrastrukturprojekt betrachten kann, wo vielleicht Wasserstoff später transportiert wird. Frage. Ich glaube, was fehlt hier, und das hat ja auch die Diskussion gerade eben vorhin gezeigt, es fehlt eine Studie, ein Impact Assessment oder eine Möglichkeitsstudie. Mit welchen Kosten kann diese Pipeline, die wir haben, zu einer Wasserstoffpipeline werden? Denn natürlich dann, wenn das nicht so schwierig ist, es gibt darauf Hinweise, dass es gar nicht so schwierig sein könnte, haben wir auch gerade eben ja schon gehört, es gibt nur eine Kompressorstation zum Beispiel, dann wäre das eventuell ein großes Vorzeigeprojekt für die gesamte Welt, wenn wir die Nord Stream 2, wenn sie dann fertig gebaut wird am Ende überhaupt, nicht als Erdgaspipeline nutzen würden, sondern sofort als Wasserstoffpipeline. Natürlich brauchen wir dazu auch eine Untersuchung, wie viel
Nachfrage für diesen Wasserstoff, zu welchem Zeitpunkt, in welchen Jahren gibt es auf europäischer Seite? Sonst macht das keinen Sinn. Und wie schnell kann Russland diesen Elektrolysewasserstoff oder Fragezeichen anderen Wasserstoff herstellen? Mit welchem Zertifizierungssystem? Das ist hochkomplex. Und dazu eine umfassende Studie, die von beiden Seiten in Auftrag gegeben wird, von einer unabhängigen Institution oder wahrscheinlich von einem Konsortium von Thinktanks erarbeitet wird, das würde ich mir sehr wünschen. Das fehlt gerade und es ist schade, dass das noch nicht, jedenfalls ich kann das nicht absehen, wenn es hier andere gibt in unserem Kreis, die das wissen, dass es so etwas gibt schon oder dass das in Auftrag gegeben wurde, finde ich das sehr interessant. Danke für die Antwort. Alexei, jetzt einige Fragen an Sie. Eine Frage, die bisher ohne Antwort bleibt. Wie ist dann Ihre persönliche Haltung und die Position von WWF in Bezug auf das Projekt des russischen Forschungsministeriums Carbon, wo Carbon-Farmen in Russland entstehen sollen? Ich denke, das wurde falsch verstanden mit diesem Projekt. Dieses Projekt ist ein reines Forschungsprojekt. Da geht es um Folgendes. Wie kann man denn genauer abschätzen, wie viel Kohlestoff an verschiedenen Stellen entsteht, auch unter Einsatz von Satellitenaufnahmen? Dieses Projekt ist nicht direkt mit anderen Mehrwertprodukten verbunden. Das sind jetzt keine Farms, wo wir etwas produzieren würden. Nein, nein, das ist ein reines Forschungsprojekt. Wir wollen verstehen, wie wir präzise und auch relativ günstig anhand von Satellitendaten die Emissionen messen können. Wenn ich das vielleicht einfacher beschreiben könnte, dann würde ich Folgendes sagen. WWF setzt sich weltweit gegen die sogenannten Kohlestoffplantagen ein, wenn dabei natürliche Ökosysteme verletzt werden, wenn das Eingriffe in Ökosysteme bedeutet. Wenn südliche Kulturpflanzen in Russland oder in Deutschland als fremde Kulturen angesetzt werden, dann ist es unzulässig. Nein, wir dürfen die vorhandenen Ökosysteme nicht verletzen. Danke für den Kommentar. Nächste Frage. Igor, wiederum eine Frage an Sie. Haben Sie selbst versucht einzuschätzen, wie groß die Carbonspur russischer Produkte ist oder haben Sie ausländische Studien benutzt? Das sind unsere eigenen Daten und Werten. Diese Werte basieren zwar auf internationalen Datenbanken. Es gibt internationale Studien, es gibt besondere Tabellen und nationale Register, nationale Emissionsregister und dort kann man die Carbonspur nachlesen. Aber wir haben selber diese Daten ausgewertet und anhand dieser Daten auch unsere Einschätzungen abgeleitet. Ich gehe davon aus, dass diese Daten zuverlässig sind. Schließlich ist die Urquelle ja die Daten, die die jeweiligen nationalen Regierungen liefern und wir schätzen die dann selber ein. Klar, danke schön. Eine weitere Frage. Zuerst an Igor, aber diese Antwort könnte auch noch jemand übernehmen. Wie können wir Anreize für große Akteure schaffen, dass diese auf grüne Technologien umsteigen? Diese Technologien sind ja kostspieliger und die großen Akteure entscheiden sich für das, was günstiger ist. Da brauchen wir nicht das Rad aufs Neue erfinden. Die Antwort liegt auf der Hand. Der Preis für Kohlestoff und der Preis für Emissionen. Diese Unternehmen, sie schaden der ganzen Menschheit. Und für diesen Schaden, den sie der Menschheit zufügen, müssen sie bezahlen. Wenn sie dafür bezahlen müssen, dann werden sie es sich wohl noch einmal überlegen. Also der zusätzliche Preis, diese zusätzliche Carbonsteuer, die weltweit allmählich eingeführt wird, ist die beste, wirtschaftlich effizienteste Antwort auf Umweltprobleme. Wie das implementiert wird, ist eine andere Frage. In Russland brauchen wir wohl eine andere Implementation als in Europa. Ich glaube, wenn wir einfach eine zusätzliche Steuer einführen würden, würde es tatsächlich der Wirtschaft zu sehr schaden. Wir brauchen auch Fördermaßnahmen für Unternehmen, die umsteigen wollen, die sich umstrukturieren möchten. Oder vielleicht andere Steuern für diese Unternehmen reduzieren. Aber wir brauchen wirtschaftliche, finanzielle Anreize, damit die Emissionen zurückgefahren werden. Und das muss der Staat einführen. Klar, danke. Möchte das doch jemand kommentieren? Wie kann man die
Unternehmen motivieren. Ich möchte das gerne ergänzen. Als WWF, Wildlife, wilde Natur, haben wir eher mit der Bevölkerung der jeweiligen Regionen zu tun, als mit der Wirtschaft. Wie kann man motivieren? Das Wasser war ja nun nicht ganz umsonst, aber das Wasser kostete ziemlich wenig. Es gab keine Wasserzähler früher in Russland. Und die Wasserrechnung war etwas, was man aus der Portokasse bezahlen konnte. Jetzt gibt es Wasserzähler, man zahlt mehr, aber trotzdem nicht ganz viel. Das nächste Beispiel, Plastiktüten. Einweg-Plastiktüten in den Supermärkten. Sie sind nach wie vor, oder sie waren sehr lange kostenlos. Jetzt muss man dafür bezahlen und wir sehen, wie das Umdenken einsetzt. Ein tolles Beispiel, ein Paradebeispiel, wie man der Bevölkerung beibringen kann oder nahelegen kann, dass besondere Themen wichtig sind. Wenn wir vielleicht die kleinste Steuer einführen, Zusatzsteuer für sonst noch was, und wir sehen, aha, diese grünen Erbsen oder dieses Tuch kostet so viel, Mehrwertsteuer so und so viel, und dann die Carbonsteuer macht auch noch einen Teil des Preises aus. Dann werden viele darauf aufmerksam. Und das wird vielleicht auch ein Umdenken bewirken. Und zwar in die richtige Richtung. Dankeschön. Danke für den Kommentar. Im Chat hat Oldak eine weitere Frage beantwortet, die an ihn direkt gewidmet worden war. Es geht darum, dass die Kooperation auf der Ebene der Zivilgesellschaft schwieriger geworden ist, und zwar wegen der verschärften Regeln für NGOs in Russland. Das betrifft auch den berühmt-berüchtigten Agentengesetz. Und Oldak hat diese Frage schriftlich schon beantwortet. Dann gehen wir einfach weiter und nehmen noch eine Frage auf. Die nächste Frage. Welche gemeinsamen Projekte oder Mechanismen können das Interesse der russischen Firmen und der oder der politischen Elite fördern für die Dekarbonisierung der herzustellenden Produkte? Und wozu braucht das in erster Linie Deutschland selbst? Wer könnte das beantworten? Vielleicht einer der deutschen Experten. Ja, Igor, vielleicht beginnen Sie. Ja, ich werde mir nicht überlegen, wozu diese Dekarbonisierung Deutschland braucht, obwohl das bereits erwähnt wurde in den Beiträgen, glaube ich. Und ja, ich würde einige Worte sagen dazu, wie das Interesse der russischen Firmen gefördert werden kann. Die russischen Firmen interessieren sich schon dafür. Der europäische grüne Kurs und die steigenden Anforderungen auf dem europäischen Markt, das bewegt die Firmen dazu, sich zu verändern. Zuerst auf der Ebene der Deklarationen, aber das ist bereits ein großer Schritt im Vergleich zum vorigen Jahr. Und danach folgen konkrete Maßnahmen. Die Firmen, die auf den internationalen Märkten tätig sind, werden sich verändern unter Einwirkung der Partner oder der Investoren, die Reduktion der Emissionen erfordern und die Offenlegung der Information. Das geschieht langsam. Und wie könnte man das Interesse bei der Regierung unterstützen? Ja, die Regierung steht hier eher nach. Und wenn wir über die deutsch-russische Kooperation sprechen würden, dann wird das Interesse steigen, wenn das ökonomische Interesse vorhanden sein wird. Und das ökonomische Interesse, das habe ich bereits erwähnt, wie das umgesetzt werden kann. Es kann umgesetzt werden durch die Umsetzung der Niedrigkohlenstoffprojekte, die berücksichtigt werden im Rahmen des europäischen Regulierungssystems. Das ist das Erste. Und das Zweite, was Olda gesagt hat in seinem Referat, wir hatten eine gewisse gegenseitige Abhängigkeit zwischen Russland und Europa dank den sowjetisch-deutschen Beziehungen. Das begann alles mit Gasröhrengeschäft, und für 50 Jahre haben wir uns miteinander verbunden durch das Netzwerk der Erdöl- und Erdgaspipelines. Da haben wir unsere Volkswirtschaft miteinander verknüpft, und diese Verbindung war ein wichtiger Anreiz, die Beziehungen zwischen den Ländern aufzubauen. Und jetzt wird diese Verbindung schwächer, weil Erdöl und Erdgas nicht mehr so aktuell werden. Und Russland
Russland und Europa sind daran interessiert, dass man statt der traditionellen gegenseitigen Abhängigkeit eine andere gegenseitige Abhängigkeit bzw. eine gegenseitige Verknüpfung aufbaut. Das, was uns miteinander verbinden könnte für die nächsten Jahrzehnte. Und die grünen Verbindungen über den Handel mit dem grünen Wasserstoff oder durch die grünen Finanzen oder durch niedrig Kohlenstoff-Wasserstoff über Investitionen in die niedrig Kohlenstoffprojekte in Russland. Also diese gegenseitige Verbindung könnte interessant sein, sowohl für Russland als auch für die Europäische Union. Und ich habe gewisse Hoffnungen in diesem Zusammenhang, dass das strategische Interesse doch recht stark werden kann. Ja. Ich stimme voll zu, was Igor sagt. Ein Punkt noch dazu. Mir scheint, dass in Europa und auch in Deutschland noch nicht richtig wahrgenommen wird, außerhalb unseres eher engen Kreises hier, was in Russland gerade schon passiert. Ich glaube, das ist auch eine Aufgabe für quasi die russische Regierung. Und ich weiß, Russland, Edelgarie von anderen sind schon dabei, da was zu machen. Aber ich glaube, da ist noch viel zu tun. Auch für russische Unternehmen und auch zum Beispiel für russische NGOs, diese Entwicklung, ja, in Russland boomt gerade die Windkraft, die Photovoltaik und andere eben neue Technologien, das wird noch nicht wahrgenommen in Europa. Und das ist natürlich ein Problem, weil zurzeit der Eindruck weit verbreitet ist, Russland will nicht mitmachen bei der globalen grünen Transformation. Das ist, glaube ich, nach wie vor Common Sense. Und das müssen wir ändern. Wenn wir das nicht ändern, wird es wenig politische Bewegung, wenig politisches Kapital geben, was investiert wird, auch in Deutschland, für diese Partnerschaft mit Russland am Ende. Ja, also wir werden eine deutsche neue Bundesregierung bekommen, Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres. Eventuell werden, sehr wahrscheinlich, werden die Grünen Teil dieser Regierung werden. Und es ist eine Chance, dass diese quasi noch grünere Bundesregierung in Deutschland, ja, grüner als wir sie vielleicht jemals hatten, eben in eine ganz neue Partnerschaft mit Russland hier einsteigt. Aber es kann auch sein, dass Deutschland eben nicht diesen Weg geht und sich andere Partner aussucht für diese Transformations, für diese Transformation auch der deutschen und der europäischen Wirtschaft. Dafür ist es wichtig, dass Russland jetzt eben auftaucht am Horizont als neuer oder als zukünftiger, großer, grüner Akteur. Ja. Zurzeit ist Russland eben das Öl- und Gasland und das ist sehr uninteressant inzwischen für ganz viele Investoren, Leute in der Politik, Medien etc. Ja, das gilt als die Welt von gestern. Und da hat Russland ein Imageproblem. Aber ich glaube, Russland kann es verändern. Ja. Mit diesem Stichwort, das ich dann gerne nenne. Ja, die Russen spannen lange an, Dolga Zaprigalz, und dann fahren sie schnell. Ja? Ich glaube, das ist etwas, wo jetzt eine Imagekampagne gut wäre, aber eben auch neue Schritte, reale Ankündigungen. Ja? Und das muss, glaube ich, in diesem Bereich sein oder sollte in diesen Bereichen sein, die gerade in der EU nachgefragt werden. Zum Beispiel grüner Wasserstoff. Спасибо. Спасибо, Ольг. Спасибо за это дополнение. Так, друзья, следующий вопрос. Danke schön, Olga. Danke schön für diese Ergänzung. Die nächste Frage betrifft die Ökosystemdienstleistungen und die Rolle der Ökosystemdienstleistungen der Klimazusammenarbeit zwischen Deutschland und Russland. Insbesondere wird bereits das bereits funktionierende Projekt erwähnt zwischen dem Leibniz-Institut und der russischen NGO. WWF, das Projekt T-Russia, das wird mit den deutschen Mitteln unterstützt und befasst sich mit der Einschätzung der Ökosystemdienstleistungen und der Biodiversität in Russland. Eine Frage, warum sind die Ökosystemdienstleistungen noch kein Bestandteil der Ökopolitik und Ökopraxis in der Russischen Föderation? Und die zweite Frage, wie kann man die Kooperation zwischen den Forschern und Wissenschaftler in Russland verbessern im Kontext der deutsch-russischen Kooperation im Bereich des Klimaschutzes und des Umweltschutzes. Ja, Alexei, ja, bitte. Ja, ich versuche jetzt das zu beantworten. Was die Ökosystemdienstleistungen angeht, als vor 20 Jahren ich zu WWF gekommen bin, damals
besprach man doch recht aktiv die Fragen der Berechnung dieser Ökosystemdienstleistungen, weil es eine Vermutung gegeben hat, dass es in eine Wertschöpfungskette eingebaut werden soll. Aber das ist nicht passiert. Wenn wir diese Ökodienstleistungen durchkalkulieren, in Moskau beispielsweise, dann passiert nichts. Wenn wir in eine Region kommen, sagen, nehmen wir Anadyr, also so eine Ökodienstleistung wie die Erhaltung der unversehrten Natur und die Möglichkeiten für den Tourismus sind da groß. Also das Potenzial ist groß, aber die Frage ist, wie man dieses Potenzial umsetzen kann. Und nehmen wir Chukotka oder Kamtschatka. Das nächste Projekt, das wir einreichen möchten in die Deutsche Klimainitiative, das ist ein Projekt zum Thema Ökotourismus auf der Halbinsel Kamtschatka und im Fernen Osten, um diesen Kasten mit der künftigen Finanzierung aufzumachen und das an die Klimasachen auch zu binden und auch zur Anpassung und zur Dekarbonisierung. Also das heißt, eine Brücke aufzubauen oder auch eine Pipeline zwischen den Ökosystemdienstleistungen in der monetarischen Ausdruck und der Realität. Und hier braucht man Pilotprojekte und vielleicht nicht im nächsten Jahr, sondern in 3 Jahren. Da braucht man Projekte, die zeigen würden, dass es nicht nur eine Kalkulation ist, sondern auch praktisch umsetzbar ist. Und es gibt schon recht viel Erfahrung in den nationalen Banken, die einen Teil dieser Ökosystemdienstleistungen umsetzen. Es gibt natürlich auch negative Erfahrungen. Und es gibt auch Störfaktoren. Einerseits stört hier auch die Pandemie. Die Menschen reisen generell weniger einerseits, andererseits reisen sie mehr im eigenen Land, weil sie ins Ausland nicht dürfen. Aber da braucht man gute Pilotprojekte und man braucht auch eine genauere Monetisierung der Ökosystemdienstleistungen. Und Klima spielt hier nicht unbedingt die letzte Rolle, die Klimathemen. Dankeschön, Alexei, für die Beantwortung dieser Frage. Also, liebe Freunde, eine Frage von Oldak an Igor. Wie soll die grenzüberschreitende Kohlenstoffregelung sein, damit Russland darauf konstruktiv reagiert? Und was braucht man von der EU überhaupt? Ja, wissen Sie, Russland ist doch unterschiedlich und von einer Seite wird die Reaktion konstruktiv sein und von der anderen Seite negativ. Also diese negative Reaktion wird möglicherweise von dem Inhalt gar nicht abhängen. Man kann hier nicht für das ganze Land sprechen und nicht einmal für die ganze Regierung. Aber es gibt noch nur an sich einen Punkt, damit es besser wahrgenommen wird und milder wahrgenommen wird als jetzt. Das sind die Möglichkeiten von Offsets in Russland. Wenn die Maßnahmen gegen die russischen Exporteure verbunden werden mit der Möglichkeit, Niedrigkohlenstoffprojekte in Russland umzusetzen, dann wird es besser wahrgenommen, obwohl ich auch hier nicht versprechen kann, dass es keine negativen Reaktionen geben wird und dass Russland Hand in Hand mit Deutschland in Richtung der grünen Zukunft sich bewegen wird. Das kann man nicht versprechen, auch in dieser Situation. Aber ein wichtiger Punkt wären die Offsets, die Möglichkeit, die Reduktion der Emissionen in Russland zu berücksichtigen. Das hätte das Verhalten von einem Teil der politischen Elite verändern in Russland. Dankeschön für dieses Kommentar. Im Chat gibt es auch Vorschläge, wie man die Kooperation zwischen der Wissenschaft und der Politik verbessern könnte. Erstens, dass man das interdisziplinäre Projekt zwischen Russland und Deutschland bräuchte zum Klimaproblem. Also die letzte Frage jetzt. Die Frage, ob es positive Kooperationsbeispiele gibt, die etwas verändern können. Also Igor, Sie haben ja gesagt, dass die Projekte der
Klimabeeinflussung preiswerter in Russland sind als in Deutschland, dann könnten wir mehr Kooperation erwarten als Konfrontation. Ist es tatsächlich möglich? Wie glauben Sie? Ein kurzes Kommentar dazu. Ich denke, dass die Annahmen richtig sind, aber natürlich ist es ein Weg von dieser Annahme zur Umsetzung und gerade diese Thematik betrifft, muss man natürlich auch die angemessenen Normen und Regularien erstellen. Und gerade was zum Beispiel Zertifikate betrifft, wenn es eben so viel günstiger ist, das hier zu machen, oder Offsetting, dafür braucht man ja gewisse Rahmenbedingungen. Und ich glaube, das ist eben eine Thematik, an der man jetzt weiterarbeiten muss, diese zu harmonisieren und da zusammenzuarbeiten, damit man eben das, was Igor gesagt hat und womit wir, glaube ich, hier alle zu übereinstimmen, nutzen kann, um sowohl hier Carbon Neutral zu gehen, als auch in Europa, weil es eben miteinander verbunden ist. Aber dafür brauchen wir eben eine Harmonisierung von Normen und Regularien und Rahmenbedingungen. Und das ist, glaube ich, die nächste Herausforderung, wenn der Wille besteht. Спасибо, спасибо, Мирьям. Игорь, вы хотели, да, еще что-то добавить? Dankeschön, Мирьям. Игорь, Sie wollten doch was ergänzen, oder? Genau. Ich würde vor allem Mirjam zustimmen, obwohl ich das, sage ich mal, mit einem verhaltenen Optimismus betrachte. Bisher sieht es danach aus, dass das doch für Jahre noch ein Konfrontationsfeld bleibt. Wenn CBAM wirklich eingeführt wird, dann wird Russland Gegenmaßnahmen oder eine Gegenreaktion an den Tag legen und das stimmt nicht wenig positiv, denn das kann kein positives Ende haben. Aber wenn wir das vielleicht kurz- bis mittelfristig betrachten, dann haben wir einfach keine andere Wahl, als auf diesem Feld zu kooperieren, denn sonst können wir keine Probleme lösen. Wir können nicht nur allein in der EU gegen den Klimawandel kämpfen und nur innerhalb der EU das Klimaproblem lösen. Das geht nicht. Für uns ist auch ein Problem. Wenn wir nicht grüner werden, wird irgendwann niemand mehr unser Erdöl oder unser Erdgas kaufen wollen. Deswegen gibt es einfach keine andere Wahl, als diese Arbeit zu beschleunigen. Die Regularien, die Mirjam erwähnt hat, treten tatsächlich in den Vordergrund. Und ich finde es wirklich sehr positiv, dass Russland nun diese Arbeit ebenfalls aufgenommen hat. Unabhängig davon, wie ambitioniert die russischen Gesetzesvorlagen sind, ist es auf jeden Fall ein wichtiger Schritt nach vorn, verglichen mit der vorherigen Situation. Und das schafft eine wichtige Grundlage für einen späteren Ausbau der russisch-europäischen Zusammenarbeit. Dankeschön. Gut, liebe Freunde. Dieses Panel und diese Diskussion geht somit zu Ende. Ich möchte mich sehr herzlich bei allen Referentinnen und Referenten bedanken. Danke für Ihre Zeit, danke für Ihre Erfahrungen, für die Antworten auf die Fragen, für Ihre Analyse und für Ihre Sicht auf unsere Kooperation, auch auf die Gefahren für die Zukunft dieser Kooperation. Und danke für Ihre Ideen und konkreten Vorschläge, was wir noch unternehmen könnten, selbst unter den politisch schwierigen Bedingungen, die jetzt auf verschiedenen Ebenen herrschen. Dankeschön und ich danke auch allen Gästen, allen Zuhörerinnen und Zuhörern für die Fragen, für ihr Interesse und Dankeschön für Ihre guten Worte und die Komplimente, die ich immer noch im Chat lese. Dankeschön an die Organisatoren, an die Dolmetscher und an die Techniker. Und jetzt folgen Abschlussworte und in diesem Sinne übergebe ich an Igor Makarov wiederum, denn unsere Veranstaltung geht somit leider zu Ende. Angelina, vielen Dank. Das ist noch kein Schlusswort, denn ich werde noch weiter übergeben an andere Mitveranstalter. Aber in meinem Namen und im Namen der High School of Economics möchte ich mich auch sehr herzlich bei allen Referentinnen und Referenten der beiden Tage bedanken. Ich danke den Organisatoren, die diese Konferenz möglich gemacht haben. Ich danke allen Mitveranstaltern. Ich danke den Konferenzdolmetschern, die, glaube ich, einen tollen Job heute hingelegt haben. Während dieser zwei Tage haben wir alle, darauf hoffe ich zumindest, einander etwas besser verstanden. Die deutschen Referentinnen und Referenten konnten ihre Motivation erklären, auch die Sicht der grünen Problematik erklären, die in Deutschland vorherrscht.
Auch die russischen Referentinnen und Referenten konnten die russische Sicht der Dinge ausführlich darlegen. Wir haben uns mit den Herausforderungen auseinandergesetzt, vor denen Russland steht. Und wir verstehen, wie notwendig ein Wandel ist. Russland muss in die grüne Richtung gehen. Und ich denke, das war die wichtigste Botschaft. Und der Konsens ist ja schon da. In Russland herrscht dieser Konsens, dass wir in diese Richtung gehen müssen, obwohl die Geschwindigkeit doch nicht so hoch ist, wie wir sie uns wünschen würden. Ich glaube auch, dass wir noch wirklich Fahrt aufnehmen können, und zwar dank der engen Kooperation mit Deutschland und mit ganz Europa. In diesem Sinne würde ich mein Schlusswort abschließen und übergeben an Miriam. Ja, ich kann mich eigentlich, Igor, einfach nur anschließen in meinem Dank an die Organisatoren von allen Seiten, DWH, High School of Economics, Leibniz-Institut, den Kolleginnen hier an der Botschaft. Ich kann auch sagen, dass für mich persönlich die Vorarbeit zu diesem Science Forum, also diese Abstimmung im Prozess vorher, eigentlich ein ideales Beispiel davon ist, von diesem Policy Science Interface und davon, wie so eine Kooperation aussehen kann, weil das war total pragmatisch, konstruktiv, und da sieht man, wie schnell und wie viel man eigentlich zusammen schaffen kann, wenn man sich problemorientiert zusammensetzt. Also das war, finde ich, eine super Erfahrung auch und für mich auch ein gutes Beispiel dafür, wie der Austausch zwischen der Wissenschafts- und Politikwelt eben in diesem Bereich sehr gut funktionieren kann. Sonst kann ich noch sagen, dass ich im Prinzip hier mit sehr viel mehr Ideen rausgehe, als ich reingekommen bin. Und das erwartet man nicht immer, weil man ja immer schon irgendwie viel alles liest. Und trotzdem bin ich ehrlich gesagt voller Inspiration, dass auch wenn vieles schwierig ist und wir natürlich mit der Politik es nicht immer alles leicht haben, wir uns alle auf einem Weg befinden, diesen Dialog weiterzuführen. Und genau, also zwei Dinge, die ich mitnehme, ist einfach, dass die Wissenschaftskooperation zwischen Russland und Deutschland langjährig und erfolgreich ist und man darauf sehr gut aufbauen kann, den Klimaschutz und die Klimaschutzthematik weiter nach vorne zu bringen. Also dass man diese zwei vielleicht bis jetzt auch parallelen Diskurse, einmal in der Klimacommunity und einmal in der Wissenschaftscommunity, wirklich zusammenführen kann und da diese Synergien nutzen kann. Mehr Dialog und Kooperation ist gebraucht und ich glaube, konkrete Vorschläge, wie das aussehen kann, gab es auch genügend. Und deswegen freue ich mich und hoffe, dass diese Veranstaltung heute eben auch diese Impulse gegeben hat und dass wir uns dann in verschiedenen weiteren Formaten, die daraus folgen, wiedersehen werden und über vielleicht schon konkretere Dinge sprechen werden. Also für mich war es eine große Freude und ich danke allen Beteiligten, Fragenstellenden und Zuhörenden. Vielen Dank. Und ich gebe das Wort auch weiter an Michael. Liebe Kollegen, ich тоже от лица германского дома науки и инноваций тоже скажу. Ja, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte im Namen des Deutschen Wissenschafts- und Innovationshauses auch einige Dankesworte sagen. Ich schließe mich den Dankesworten an die Organisatoren an, danke an alle Mitveranstalter, an die Zuhörer, an die Referentinnen und Referenten, an die Moderatoren, an die Dolmetscher. Danke für den tollen Job und vielen Dank auch an alle, die diese Konferenz möglich gemacht haben. Während der letzten zwei Tage haben wir über viele interessante Themen gesprochen, Themen globalen Ausmaßes und globaler Bedeutung. Sie spielen nicht nur für Russland und Deutschland eine Rolle, sondern für die ganze Welt. Und um diese Probleme zu lösen, brauchen wir gemeinsame Bemühungen. Wir müssen Kräfte bündeln. Ja, es gibt Unterschiede in den Ansätzen, in den Interessen. Aber noch wichtiger ist, dass wir gemeinsame Ziele haben. Und wir haben gemeinsame Interessen. Und da sehe ich ein großes Potenzial für eine weitere Kooperation. Und das Potenzial sollten wir ausschöpfen, um die Ziele gemeinsam zu erreichen. Ich halte das für durchaus möglich und unsere Veranstaltung während der zwei Tage hat es noch einmal deutlich vor Augen geführt. Ich möchte noch meinerseits und im Namen des DWH sagen, dass wir weiterhin eine Dialogplattform bleiben wollen zwischen Russland und Deutschland. Uns stehen bestimmt mehrere Veranstaltungen zu dem Thema und zu anderen Themen bevor. Ich hoffe, dass wir diesen Dialog somit fortsetzen können.
In Bezug auf diese Veranstaltung möchte ich noch einmal sagen, dass wir alles aufgenommen haben. Die Aufnahme, der Videomitschnitt wird später veröffentlicht auf der DWIH-Homepage. Die Adresse habe ich im Chat geschrieben. Wir werden auch alle Präsentationen, alle Folien veröffentlichen. Sie finden nähere Informationen über alle Referentinnen und Referenten auf der Webseite von DWIH. Schreiben Sie uns an, rufen Sie uns an. Wir sind immer für Sie da. Und in diesem Sinne möchte ich mit einem Zitat abschließen. Das ist ein Zitat von Alexei Kukurin. Ein schönes Klima wünsche ich uns allen. Alles Gute und auf Wiedersehen. Schönen Dank an alle. Tschüss. Danke, danke. Danke sehr, liebe Kolleginnen und Kollegen. Schönen Dank. Danke, Wiedersehen.